Wir haben jetzt das gemacht, was man bei Veranstaltungen zum Thema Energie gelegentlich machen sollte. Energien getankt. Wir hatten gutes Essen, glaube ich, und wir können jetzt in die Nachmittagsrunde gehen, die in ähnlicher Weise stattfinden wird wie am Vormittag. Wir haben alle Referentinnen und Referenten da, bis auf einen, der Herr Woste, war eben hier, hat sich aber für einen kurzen Augenblick entschuldigen müssen. Wir hoffen, dass er noch rechtzeitig für den Nachmittag wieder zurückkommen kann. Meine Damen und Herren, wir wollen bei dem zweiten Themenblock das Thema Infrastruktur besprechen. Infrastruktur gemeint als sowohl die Stromerzeugung, die Übertragung, Netze, das Speicherthema und auch den Verbrauch von Energien. Und dabei soll es darum gehen, dass wir fragen, wo stehen wir? Das ist so ähnlich wie im ersten Block, aber dann auch, welche Technologien haben wir und wo müssten eigentlich die Forschung ansetzen, um in der Technologieentwicklung weiterzukommen. Also die Schnittstelle zwischen dem Status quo und der Forschung soll hier in besonderer Weise aufgezeigt werden, auch mit der Frage, wo gibt es denn eigentlich neue Handlungsoptionen, die wir dann im Sinne von dem, was Professor Renn ausgeführt hatte, als Wahlmöglichkeit, als Option in die Energiewende einbeziehen können und woran merken wir eigentlich, dass wir neue Handlungsoptionen haben. Ich darf als erste Rednerin Sie, Frau Buchholz, bitten. Sie haben bei einer regionalen Energieversorgungsfirma gearbeitet und sind dann sozusagen energiewendetechnisch jetzt bei ABB und dort für die Businessentwicklung des Smart Grid zuständig. Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich wurde gefragt, Energiewende, wo stehen wir, was ist zu tun? Und bei der Frage, wo stehen wir, erlaube ich mir mal den Vergleich mit einer rhetorischen Frage in einer Entwicklungsphase. Also in welcher Entwicklungsphase befinden sich denn Jugendliche, wenn sich ihre körperliche Infrastruktur komplett verändert, wenn sie ihre Grenzen austesten, wenn sie ihre Rolle komplett neu definieren? Und leider hat jemand vergessen, Ihnen eine Gebrauchsanweisung dafür mitzugeben. Also ich denke, in so einer ähnlichen Phase wie der Pubertät befinden wir uns jetzt auch in der Energiewende, weil wir auch hier genau solche Dinge vorfinden. Wir reden ja von nichts anderem, als dass wir unser Energiesystem umbauen, ganzheitlich. Dazu ist natürlich das Transportnetz wichtig. Dazu wird ein Referent später darauf eingehen, Herr Wulff. Ich gehe jetzt hier auf das Verteilnetz ein. Im Verteilnetz ist es wichtig, damit die Energiewende gelingt, dass wir es schaffen, insbesondere Photovoltaikanlagen, die ins Nieder- und Mittelspannungsnetz einspeisen, hier zu integrieren. Dazu es ist es ja so, dass jede dieser Anlagen, die einspeisen, auch die Spannung erhöhen in diesen Netzabschnitten und alle Lasten, vielleicht auch wenn wir später von Ladeinfrastruktur für Elektromobile reden, dann die Spannung senken. Und das machen die recht launisch, also nicht so, wie es der Netzplaner gerne hätte, sondern wenn halt die Sonne gerade scheint oder eine Wolke vorbei fliegt. Sodass wir jetzt erstmal sehen müssen, wo gibt es denn überhaupt Handlungsbedarf in den Netzen? Da gibt es ja schon systemplanerische Ansätze, die bekannt sind aus den höheren Spannungsebenen, aber in den niederen Spannungsebenen zurzeit nicht da sind. Wenn man nun erkannt hat, wo jetzt individuell in jedem Netzgebiet Handlungsbedarf besteht, um diese erneuerbaren Energien aufzunehmen im Netz und die Spannung dabei zu halten, ist der nächste Schritt gezielt mit Überwachungsmaßnahmen, mit Monitoring hier einzusteigen und nachzurüsten, aber gezielt und nicht mit der Gießkanne, um eben diese Infrastruktur an ihre Grenzen auszureizen, bevor man irgendwas ausbaut. Ganz wichtig zu wissen, wie ist denn der Zustand in den Netzen, wie viel erneuerbare Energie verkraften die denn noch und meistens verkraften sie schon noch ein bisschen was und erst dann ausbauen. Wenn man jetzt genau weiß, okay, mein Netz ist an der Grenze, dann ist der nächste Schritt zum Beispiel die Spannung zu regeln. Und an Technologien gibt es auch hier schon einiges. Also zum Beispiel im Piloten regelt man die Spannung in einem Projekt, das wir mit der RWE zum Beispiel zusammen haben, mit einem elektronischen Spannungsregler, der genau dafür sorgt, dass wenn in den Verteilnetzen irgendwo sehr viel fluktuierende Einspeisung ist, das dann an der Ortsnetzstation ganz vorne auszuregeln, sodass alle Kunden, egal wie gerade Sonne scheint,
die gleiche Spannungsqualität auch vorfinden. In diese Kategorie fällt auch das Thema der Energiespeicher im Netz. Also ein Speicher ist ja sowohl mal eine Last, die also die Spannung senkt, als auch ein Einspeiser, der die Spannung erhöht und kann also auch hier genau zur Spannungshaltung beitragen. Auch hier sind Pilote im Einsatz, es ist auch sicherlich noch Forschungsbedarf vorhanden. Die Königsdisziplin bei der Energiewende, und ich denke, das ist die gesellschaftliche Aufgabe, ist es dann, unsere Kunden mitzunehmen. Und ich sage jetzt mal die Netzkunden, also die Kunden, die sowohl einspeisen als auch Lasten natürlich an den Netzen haben. Und hier ist das Thema des virtuellen Kraftwerks sehr, sehr wichtig, dass man es auch kleinen Elementen im Netz ermöglicht, mitzuspielen in diesem Spiel, das heute ja noch gar keiner richtig versteht. Also ich hatte ja vorhin gesagt, die Gebrauchsanweisung ist noch nicht geschrieben und schon gar nicht bekannt. Hier geht es also in die Richtung, wie nehmen wir die Kunden mit, und hier aus Seiten der Elektroindustrie gibt es dann natürlich Leitsysteme, die sagen, was wäre denn sinnvoll, lieber Kunde, wo müsste man Verbraucher anders steuern, und andererseits auf der Ebene der Kunden dann Geräte, die diese Steuerung automatisch übernehmen, weil das ja keiner wirklich selbst machen möchte, sondern eher wie beim Auto, das soll hinter den Kulissen ablaufen. Ja, wo ist Forschungsbedarf? Im Prinzip alles, was ich Ihnen genannt hatte, gibt es schon auf der Übertragungsnetzebene. Die Kunst ist jetzt, diese Technologien zu übertragen auf das Verteilungsnetz, von wenigen Elementen mit großen Leistungen hin zu vielen Massenelementen mit wenig Leistung, mit sogar weniger Funktionalität, dafür massentauglich, schlank, wirtschaftlich. Also meine Bitte an die Forschung, wo noch Bedarf ist, das muss alles kleiner, schlanker, wirtschaftlicher werden, massentauglich, sage ich mal, damit man das Ganze auch übertragen kann. Und es muss ganzheitlich sein, also Thema Hybridnetze, also wir dürfen nicht das Stromnetz alleine betrachten, sondern wir haben Strom, wir haben Wärme, wir haben Verkehr. Mit den Social Networks fange ich jetzt mal nicht hier an, aber auch das hätten wir auch noch. Und das heißt, man muss eigentlich ganzheitlich die Gesellschaft dahin weiterentwickeln. Was ist zu tun? Schließe ich ab mein kurzes Statement mit einem AAA, das kann man sich gut merken. Was ist zu tun? A, wir anreizen. Das geht an die Regulierung. Ohne eine Anpassung der Regulierung können wir gar nichts machen technisch, weil dann alles, was die Elektroindustrie entwickelt, einfach nicht eingesetzt wird. Also wir brauchen dringend eine Anpassung der Regulierung. Das zweite A ist anfangen, gerichtet an die Netzbetreiber, weil so teuer ist das gar nicht, um mal anzufangen. Also die ersten Dinge bewegen sich unterhalb der Flughöhe der meistens Managemententscheidungen. Kann man mal damit familiär werden. Und das dritte ist das A, und hier sind ja auch viele Wissenschaftler, das A für Ausbilden, weil der Betrieb und die Planung dieser neuen Netze braucht eine andere Planungsgrundlage. Die wird gerade nicht gelehrt an den Universitäten und auch nicht in den technischen Schulen. Und es braucht eine andere Betriebsführung. Ich nenne Netzschutz, ich nenne andere Situationen, mit denen die Techniker konfrontiert werden. Und ich denke, wenn wir diese drei A's anreizen, anfangen und ausbilden, beherzigen, dann haben wir eine Chance, dass die Energiewende gelingt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Buchholz. Ich glaube, Sie haben mit diesen drei A's eine ganze Menge Fragen schon sozusagen ausgelöst. Ich gucke mal zu den Herren hier. Wollen Sie anfangen, Herr Schlögel? Darf ich gerne wieder anfangen. Auch vielen Dank. Ich aus der Seite der Wissenschaftler würde ich Ihren drei A's vollständig zustimmen. Das sehe ich auch so. Die Frage, die ich an Sie hätte, ist, für uns, die wir dann neue Strukturen zum Beispiel für Energiespeicher entwickeln, stellt sich auch die Frage der Hierarchie. Wollen Sie viele kleine Speicher oder einige große? Oder ist es überhaupt sinnvoll, darüber nachzudenken, Netze mehr hierarchisch zu gestalten, als sie jetzt sind? Bisher sind sie alle zwar in Spannungen hierarchisch, aber nicht in der regionalen Ausbreitung. Kann man da was machen? Wollen Sie da was machen? Oder wie sehen Sie da die zukünftige Entwicklung? Bleibt das so, wie es jetzt ist? Ich denke, wir brauchen alles. Entschuldigung. Ach so. Ich kann da unmittelbar anschließen. Das eine ist die Zukunft und das andere ist der Weg dorthin. Das heißt, wir werden ja zentrale Versorgung erstmal noch eine Weile haben und dann einen Übergang und dann vielleicht ein irgendwie Mischsystem. Das würde mich mal interessieren, wie Sie das einschätzen, auch im Hinblick auf Umsetzung und Zeitschiene. Mich interessiert von den drei A's vor allen Dingen das Anfangen. Wir haben ja eine große Problematik, dass nehmen wir Smart Grid oder was immer,
so den Eindruck haben, das ist die ganz große, zentrale, gemeinsam umzusetzende Lösung. Und das führt dann meistens dazu, dass erstmal gar nichts passiert und die Menschen etwas irritiert sind. Sie haben aber beim Anfang schon gesagt, die Netze vertragen noch eine ganze Menge. Wie viel vertragen sie denn noch? Und welche Bausteine beim Anfang sehen Sie denn? Welche würden Sie denn dann empfehlen in dem Bereich, den Sie gerade genannt haben? Frau Buchholz, ich würde gern noch folgende fragende Bemerkung hinten anschieben. Wir haben ja vorhin in dem Vormittag darüber gesprochen, dass die Eingriffsintensität in das Netz gestiegen ist. So und so viele Eingriffe. Meine Frage, ist es eigentlich ein positives Signal oder negatives? Stärkt es die Netzsicherheit, weil man damit Blackouts vermeidet? Oder ist es ein Anzeichen für Netzunsicherheit? Das würde ich gerne auch noch wissen. Eine Rückfrage dazu, welche Eingriffe genau meinen Sie? Ich war heute früh nicht anwesend. Es war die Rede davon, dass vor dem Atomausstieg die Anzahl der Eingriffe in das Netz, der steuernde Eingriffe der Agenturen nur 11 Stück pro Jahr waren, dann jetzt sind es irgendwie über 400. Das Transportnetz. Ja, okay. Ins Transport. Achso, das meinen Sie, ja klar. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zum Thema Energiespeicher. Ich denke, wir brauchen alles. Wir werden zentrale Speicher brauchen. Wir werden auch darüber nachdenken müssen, wie wir über Wochen speichern können. Wenn Sie jetzt eine Windflaute haben über Tage und Wochen, nützt einem kleines Flywheel an der Ecke nichts, also gar nichts. Das heißt, die Frage, wie speichern wir über Zeitdauern, ist sehr wichtig. Dann würde ich auch nicht nur über chemische Speicher nachdenken, sondern über alle Arten der Energiespeicherung. Zum Thema dezentral in den Verteilungsnetzen brauchen wir in der Tat kleine dezentrale Speicher, die in der Niederspannung stehen. Ich sage, je mehr wir regional ausregeln können, desto weniger muss der Transportnetzbetreiber eingreifen. Also ein Ziel wäre so, um die 100 regionale Inseln zu haben, sage ich mal jetzt nicht im elektrischen Sinne Insel, sondern 100 regionale Einheiten, die sich selbst ausregeln und zum Beispiel zu vorbildlichen Regionen werden, die verlässliche Partner für die Übertragungsnetzbetreiber werden, sodass alles innerhalb dieser Region intern ausgeregelt wird, mit Speichern, mit allen Elementen, die ich vorhin genannt hatte, und diese Einheit einen verlässlichen Fahrplan abgibt. Das wäre, denke ich, ein sehr wichtiges Ziel zu realisieren mit virtuellen Kraftwerken. Und ein virtuelles Kraftwerk funktioniert nur, wenn ein paar Speicher drin sind. Anders geht es gar nicht. Dann zu der zweiten Frage. Zentral, dezentral, wie ist der Übergang? Wir reden viel von den Offshore-Windparks, die wiederum sehr zentral sind, aber nicht dastehen, wo die Last ist. Wir reden auch viel von Onshore-Windparks an Gegenden, wo wenig Last ist. Und auf der Nova-Messe kamen mehrere Vertreter von Ländern zu mir, die gefragt haben, was machen wir denn? Wir wollen unser Land 100% erneuerbar gestalten. Das heißt, es wird auch jede Menge Onshore-Wind in den Ländern geben, die dann auch wieder mehr oder weniger dezentral oder zentral ist. Also ich denke, zentral dauert immer länger, also wenn man an die Offshore-Windpark-Entwicklung denkt, das ist was ganz Neues und das braucht auch seine Zeit, ist auch risikobehaftet. Was sehr schnell gehen kann, ist das Dezentrale. Also ich bin schon seit ewig in der Solarbranche auch gewesen früher und diese Entwicklung von kleinen Anlagen hat ja alles überstiegen, was man jemals geschätzt hatte. Also dezentral geht schneller. Und deswegen glaube ich, dass wir schnelle dezentrale Entwicklungen sehen werden und aber die Großen nicht vernachlässigen dürfen, weil auch etwas wie Desertec, Wind und Sonne in Nordafrika, das brauchen wir, um unsere Energieziele zu erreichen. Zu der Anfrage, wie fangen wir an? Wie viel vertragen die Netze noch? Das ist die größte Frage, die jeder immer stellt. Wir trauen uns zu sagen, wenn man sie intelligent ausrüstet mit Überwachung und Regelung, vertragen sie mal 10-30% mehr. Was hindert denn daran, dass man sie intelligent nutzt, weil Sie das Wenn sagen? Da ist gerade nur ein Schleppzeiger drin in den Dingern. Also das heißt, ein Verteilnetz wurde bisher so geplant, dass man weiß, okay, da ist ein Baugebiet, da weiß ich, wie viel Kilowatt da dranhängen, weil es immer schon so war. Und dann plant man ein Netz, das hat den Querschnitt
und die Trafo-Leistung am Anfang. Und bisher waren auch alle Anwohner genau so, wie sie sein sollten und haben sich genauso verhalten. Jetzt bauen die Anwohner Solaranlagen, Wärmepumpen, Elektro-Ladestationen irgendwo hin. Und der Netzplaner hat jetzt die Aufgabe, darauf flexibel zu reagieren und er weiß es einfach nicht. Das heißt, jetzt reicht der Schleppzeiger auch nicht, der einfach nur, also Schleppzeiger zeigt nur an wie so ein Thermometer, was war denn die höchste Leistung, die so ein Trafo gesehen hat bisher. Und sagt aber nicht mal in welche Richtung, also ob reingeflossen oder raus. Und wenn man jetzt überwacht, und das wäre mein erster Schritt, wenn man diese Ortsnetzstation überwacht und mit Monitoring ausrüstet, dann weiß man überhaupt mal, wie viel der noch verträgt. Vorher weiß man das gar nicht. Und dann kann man sagen, okay, ich weiß jetzt, er verträgt noch was, da muss man einfach nicht ausbauen, muss man gar nichts machen. Wenn man merkt, okay, er kommt an die Grenzen, dann kommt der nächste Schritt einer Spannungsregelung. Das wäre auch mein erster Ansatz. Also erst überwachen, dann Spannung regeln, erst über, elektronisch oder mit den Technologien, die es heute schon gibt. Parallel dazu werden mit Hochdruck neue Technologien entwickelt, die dann auch für das Ortsnetz geeignet sind. Und mein erster Schritt wäre, ein ganz einfaches Programm aufzulegen, dass die Verteilnetzbetreiber mal Erfahrungen sammeln mit diesen Überwachungen von Ortsnetzstationen. Das ist ganz einfach. Das sind wenige zigtausend Euro, von denen wir pro Netzbetreiber da reden im ersten Schritt. Und das ist ein erster Schritt, bis die Bundesnetzagentur den regulatorischen Rahmen angepasst hat, weil flächendeckend schaffen wir es nicht mit dem betriebswirtschaftlichen Modell. Aber zum Anfangen wird es vielleicht mal ausreichen. Und ich habe gelernt, noch in meiner Rolle als Planungschefin, Appetit kommt beim Essen. Also wenn man mal den Netzplanern unter uns solche überwachten Stationen gibt, dann finden die noch viel bessere Lösungen, was sie damit machen können. Und ich denke, da werden wir auf alle Fälle mal auf der richtigen Seite. Vielen Dank, Frau Buchholz. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir würden sicherlich diese Frage auch gelegentlich mal mit den Netzbetreibern und der Netzagentur besprechen müssen. Einverstanden? Ja, wir könnten nur eine gemeinsame Regelung machen. Jeder lässt einmal sein Schild runterfallen und wenn es unten liegt, lassen Sie es liegen. Ja. Ist besser. Da brauchen wir auch technologischen Fortschritt, wie wir diese Dinge auf dem Tisch behalten. Ich habe meins schon runtergestellt. Ich wollte das nur gesagt haben, die meisten kennen Sie ohne dies. Also kein Problem, Herr Ziesing, wenn es wieder fällt. Ja. Richtig. Also mit Ihrer Anregung, Frau Buchholz, das Anfangen mit ganz kleinen Schritten auch zu beginnen, die wir aber jetzt hier nicht diskutieren können, weil von denen Betroffenen keiner da ist, sollten wir es an der Stelle stehen lassen. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Beitrag, der ist von Herrn Milan Nitschke. Herr Nitschke, Sie waren auch schon lange in Verbänden, in Firmen aktiv, bis Sie vor 4-5 Jahren zu SolarWorld gegangen sind. Sie sind dort Konzernsprecher und Vizepräsident und wir würden gerne etwas von Ihnen hören zu der Frage dezentral, zentral, wie soll es da weitergehen, Mikromanagement. Im Grunde genommen können Sie da weiterführen, wo wir eben stehen geblieben sind. Ja, herzlichen Dank, nicht nur für die Einladung, sondern für die Platzierung jetzt als zweiter Redner an dieser Stelle, denn Frau Buchholz hat gerade 4 von meinen 5 Minuten eingespart. Die kann ich jetzt neu verwenden. Zu den 3 A's kann ich mich A anschließen. Es gibt vielleicht eine einzige Abweichung. Auch ich finde das Projekt Desertec gut, aber nicht um unsere Energieziele zu erreichen, sondern um die nordafrikanischen Energieziele zu erreichen. Dafür ist es bitter notwendig. Und ich glaube, das wird dort auch mehr und mehr erkannt, ob wir da jemals Strom bis nach Europa geliefert oder sogar bis nach Deutschland geliefert bekommen. Da würde ich noch ein Fragezeichen dran setzen. Denn vor allen Dingen schließe ich mich der Aussage an, dass man gegenüber Großprojekten auch ein gewisses Misstrauen mitbringen muss. Zumindest darf man nicht annehmen, dass in dem Moment, wo man ein Großprojekt formuliert hat, man auch schon die Lösung hat. Es dauert tatsächlich immer sehr lange und so viel Zeit haben wir nicht. Während kleinere Projekte, insbesondere dann, wenn wir viele Akteure haben, die umsetzen, häufig sehr schnell sind. Sie wirken auf den ersten Blick vielleicht noch teuer, das sind die ersten auch immer, aber das geht dann sehr schnell und dass durch die Menge, durch die starke Nachfrage auch nach technologischen Lösungen Skaleneffekte erzielt werden können, und die Kosten für diese vermeintlich erstmal teureren Maßnahmen am Ende sehr viel geringer sind als die Realisierung des immer noch dümpelnden Großprojektes. Wir haben in Deutschland gegenwärtig
eine Million Solarstromanlagen auf Dächern insbesondere, einige Freiflächenanlagen. Wenn man jede nur einmal zählt, okay, dann kommt man darauf, dass diese eine Million fast nur Privatanlagen sind. Das ist dezentrale Erzeugung, und zwar maximal dezentral. Das sind Anlagen genau dort, wo der Strom am Ende auch verbraucht wird. Und das, wo ich mich noch einmal anschließen muss, ist, dass das Allerwichtigste, was wir brauchen, um das auch managen zu können oder um den Dezentralitätsvorteil auch nutzen zu können, Transparenz ist. Das heißt, wir müssen wissen, wir müssen erfassen können, messen können, nachvollziehen können, was in diesen Gebäuden und auf diesen Gebäuden tatsächlich gerade passiert. Aber auch das findet wieder im Kleinen statt. Die Betreiber der Anlagen selber erhalten nämlich Kenntnis darüber, indem sie messen können, was verbrauche ich gerade und was erzeuge ich gerade. Das ist die Grundlage dafür, dass sie auch selbst entscheiden können, gegebenenfalls ihren Verbrauch zu steuern. Das kann am Ende auch automatisch passieren. Das passiert zuallererst mal aber vom Kopf und von der Hand her. Das heißt, wir haben ein Mikromanagement dezentral. Und wir werden dazu kommen, dass wir im Gesamtsystem eine Kombination aus Mikromanagement und Makromanagement haben werden. Wobei das Mikromanagement eben von sehr vielen Akteuren betrieben wird und das Makromanagement erleichtern wird. Wenn also die Erzeugungskurven und die Verbrauchskurven im dezentralen Bereich, angefangen von den Privathaushalten, miteinander wenigstens anteilig ausgeglichen werden, dann gibt es nachher im Makrosystem weniger zu regeln. Und ich finde auch den Vorschlag gut, dass man quasi zusätzliche Regionalverantwortlichkeiten schafft und auch dort ansatzweise dezentral regelt, bevor man am Ende auf der Stufe ankommt, über die in Deutschland ausschließlich diskutiert wird, nämlich über die 4.000 Kilometer Netze, die man angeblich braucht, und über die Großanlagen, insbesondere die Offshore-Windparks im Meer, die man angeblich braucht. Wenn man sich auch nur ein bisschen an der Realität orientieren würde im Bereich Offshore, nämlich am tatsächlichen Ausbautempo dort, dann würde man die 4.000 Kilometer Übertragungsnetzleitung ganz schnell eindampfen können. Dann bleibt da nicht mehr sehr viel von über. Denn die sind im Wesentlichen unter der Annahme errechnet worden, dass man den Offshore-Windstrom irgendwie nach Süden kriegen muss. Was wir tatsächlich brauchen, ist eine stärkere regionale Verteilung. Da gibt es heute wenig Anreize für. In dem Moment, wo Länder wie Bayern und Baden-Württemberg jetzt anfangen, auch individuell, insbesondere im Bereich Windenergie, Projekte zu ermöglichen und zu fördern, ist das eine erste Hilfe. Im Bereich Solarenergie ist es immer noch so, dass sie auch jetzt nach der heute im Bundestag möglicherweise jetzt schon beschlossenen Änderung des EEGs, dass sie immer noch in Süddeutschland genauso viel Vergütung pro Kilowattstunde bekommen wie in Norddeutschland. Das heißt, der Anreiz in Süddeutschland ist einfach höher. Die Wirtschaftlichkeit oder die Rentabilität der Anlagen dort ist einfach höher. Genauso wie die Rentabilität eines Süddaches größer ist als die eines Südwest- oder Südostdaches. Aber eigentlich müssten wir diese Dachflächen auch erschließen können, damit wir dem Sonnenverlauf folgen können und nicht einen Mittagspeak haben, sondern auch die Solarstromeinspeisung oder Erzeugung über den Tag verteilt wird und eben auch über die Regionen verteilt wird. Das ist eine ganz einfach zu lösende Geschichte, ist aber offensichtlich in Berlin häufig als zu kompliziert wahrgenommen worden, irrtümlich, und deswegen immer noch nicht gemacht. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir eine andere regionale Verteilung haben, damit wir die Dezentralitätsvorteile besser nutzen können. Und dann habe ich noch mehr Zweifel, ob denn tatsächlich die großen Offshore-Projekte am Ende überhaupt ansatzweise wirtschaftlich sind. PV ist heute schon billiger. Eins noch dazu, wenn wir uns die Energiewende anschauen, Solar hat geliefert. Also wir haben mit dieser 1 Million Anlagen, wir haben jetzt inzwischen eine installierte Leistung von, sie irgendwie um die 27, 28 Gigawatt wahrscheinlich bewegen. Und wir haben Tage wie eben das Pfingstwochenende, wo komplett das Lastpeak durch PV abgefangen worden ist. Und wir werden Tage haben, wo eben sogar darüber hinaus, deswegen gibt es auch dort einen Regelungsbedarf, wo wir darüber hinaus auch Solarstromeinspeisung in Deutschland haben werden. Herzlichen Aber Solar Dank. Hat... Herzlichen Zeit. Bitte? Zeit? Ist schon? Oh, schade. Sie haben geliefert. 4 Minuten schon weg. Sie haben geliefert, das haben wir verstanden. Aber als wir werden jetzt auch mit den Gesetzesänderungen jetzt, wir werden auch weiteren Zubau an Solarstrominstallationen, aber insbesondere im Dachbereich in Deutschland haben, und das ist gut so. Die Kosten für die Solarstromerzeugung sind
innerhalb von 5 Jahren um 50% reduziert worden. Und die Kosten aus Sicht des Verbrauchers, der die EEG-Umlage zahlt, also die Differenz zwischen Strommarktpreis und EEG-Vergütung, sind in diesen 5 Jahren um 70% gesenkt worden. Und jetzt sind wir tatsächlich billiger als offshore. Und wir werden in den nächsten Jahren die auch tatsächliche Netzparität erreichen, inklusive Berücksichtigung von Konzessionsabgabeausfällen, Stromsteuerausfällen und Netzleistungsbeitrag, auch inklusive dessen und auch, weil auch Nietzsche, die Batterietechnik vorankommt, ich muss Sie jetzt inklusive Speicherung. Leid, das geht nämlich auf Ihre Kosten, auf die Kosten Ihrer Zeit, die Sie für die Antwort haben, auf die Fragen, die Sie ausgelöst haben. Und, ja, schon ruhig. Deswegen gebe ich jetzt mal hier ans Podium. Muss nicht immer der Gleiche anfangen? Haben wir immer so. Ja, macht er? Na gut, dann Herr Schlögel. Wir sind konservativ. Ja, ganz konservativ. Ja, ja. Wenn wir immer das gleich gemacht haben, dann bleiben wir doch beim Bewerten. So wertkonservativ nennt man das, glaube ich. Strukturkonservativ. Wir haben jetzt gehört, das war ein sehr deutliches Plädoyer für das Dezentrale und für das Kleine. Das mag ja sicher für den Privatverbraucher auch richtig sein. Darauf haben sich auch viele Bemerkungen, glaube ich, von Frau Buchholz bezogen. Wenn ich mich jetzt aber an die Kupferhütte von vorhin erinnere, bin ich mir nicht so sicher, ob die Kupferhütte auch mit Dachanlagen betrieben werden will und ob der Besitzer der Kupferhütte zufrieden wäre, wenn er wüsste, dass es nur davon abhängt, dass dezentral darüber entschieden wird, ob er Strom kriegt oder nicht. Ich komme auf mein Argument vom Vormittag zurück. Es ist eben doch ein hierarchisches Profil Anforderung an die Energieversorgung und es gibt einfach sehr verschiedenartige Bedarfsträger. Würden wir uns nicht leichter tun in dieser Diskussion, wenn wir anerkennen würden, dass es da verschiedene Strukturen gibt und dass verschiedene Strukturen auch verschiedene Lösungen brauchen? Ja, wir haben das vorhin, glaube ich, fälschlich mit so einem Begriff wie Grundwissen verwechselt. Aber was wir eigentlich meinen, ist, dass wir so bestimmte Punkte, die wir diskutiert haben, vielleicht auch aufnehmen sollten. Also Sie haben das sehr schön beschrieben mit dem Sonnenlauf, aber es gibt eben Tage, da ist egal, ob im Osten oder Westen oder im Süden, da ist es dann schwierig. Das heißt, ich glaube, man muss in solchen Runden auch die Herausforderungen benennen und auch sagen, wie man da rangeht. Also die Speicherfrage, wir haben es ja mehrfach diskutiert, die steht einfach. Und vor allem auch die Frage, wo kommt der Strom her, wenn er nicht zur Verfügung gestellt wird über Solar. Und das sind eben, man kann dann ja auch nochmal Krankenhäuser benennen. Also es gibt ja auch andere Versorger, die einfach wirklich existenziell sind. Ja, zum Grundwissen. Es hat sich ja langsam in Deutschland als Grundwissen herausgestellt, dass die Sonne nachts nicht scheint. Darüber können wir jetzt auch Einvernehmen erzielen. Auch die Tatsache, dass manchmal stärker und manchmal weniger steigt, ist, glaube ich, auch im Grundwissen abzuhaken. Das ist ein Expertenwissen, ja. Mich interessiert es eins, auch mit Blick auf die weitere Ausarbeitung in die Marktstrukturen hinein. Wir haben ja jetzt in der neuen Regelung, glaube ich, 10% Selbstbehalt. 10% werden nicht aufgenommen. Also kann Eigenverbrauch gemacht werden oder selbst vermarktet werden. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Sehen Sie diese dynamisch nach unten gehen? Sehen Sie dort Begrenzungen? Wie ist diese Möglichkeit, die Erzeuger direkt mit in das Marktgeschehen mit einzubinden? Das hat uns ja die Systematik des EEG eine ganze Zeit lang abgenommen. Die das gemacht haben, wussten, vermarktet ist es. Und jetzt kommen wir auf einmal zu einem solchen zusätzlichen Ansatz. Das würde mich also sehr, sehr interessieren, weil es dann auch die Frage etwas besser beantwortet oder noch mit herausarbeitet, die wir gehabt haben. Und wie weit sehen Sie denn, wenn Sie so wollen, Kombilösungen? Wie weit geht es denn, dass diejenigen, die jetzt Solar erzeugen, sich selbst darum mitkümmern, dass sie ein ganzheitliches Angebot bringen können? Wo liegt das denn? Wie kann man das dann bis ins Demand Management hinein mitbringen, von dem wir heute mit Sicherheit nochmal was hören? Das sind für mich drei Strukturfragen für politische Gestaltung. Und deswegen wäre ich sehr daran interessiert, mit dem kleinen Fußnote nur, hätten Sie was dagegen, wenn wir CSD in Griechenland, Italien machen? Wie sehen Sie denn überhaupt die europäische Einbindung dieser Dinge? Denn das ist ja nur eine andere Frage, als die Frage nach Nordafrika zu gehen.
Bisher können wir leider Gottes, können wir das EEG ja nur in Deutschland anwenden. Also selbst wenn wir wissen, dass in Österreich oder in Griechenland, Italien mehr Sonne scheint, ist nicht. Wie stehen Sie denn dazu? Keine Fragen von mir, Herr Nitschke, bitte. Also zum einen die Kupferhütte, natürlich, die wird nicht solar versorgt werden. Sie haben völlig recht, verschiedene Strukturen brauchen verschiedene Lösungen und dezentrale Energie ist die Struktur für den dezentralen Verbrauch. Für den zentralen Verbrauch brauchen wir auch eine zentrale Erzeugung, keine Frage. Wobei im Mix, und da komme ich zu Herrn Professor Töpfer, im Mix mit den anderen erneuerbaren Energien ist es im Wesentlichen dann, wenn man immer weiter auf fossile Energieträger verzichtet, die Windenergie, die ausreichend billig und kontinuierlich auch Strom liefern wird, in Zusammenhang mit Speicherlösungen, die allerdings bis dahin, oder reden wir über in 20, 30 Jahren, bis dahin auch wirklich ausreichend zur Verfügung sein müssen, um dann 100% erneuerbare Energien abbilden zu können. Grundsätzlich funktioniert das virtuelle Kraftwerk erneuerbare Energien bereits heute, wird ja im Netz praktisch auch schon gesteuert oder zumindest ausgeglichen. Aber da wäre es auch hilfreich, wenn man zu einer stärkeren Verantwortung der erneuerbaren Energieträger selber kommt. Nur die müssen dafür auch einen Anreiz haben, das zu tun. Also ich verlasse mich ganz ungern auf 3 oder 4 große Unternehmen, die das regeln sollen. Ich finde es besser, wenn man einen Anreiz schafft, für viele Akteure da ihre Intelligenz zusammenzubringen. Das ist beispielsweise das, was mal diskutiert wurde als voller Stundenanreiz. Das heißt, dass man ein Premium anbietet für diejenigen, die ihre volatile erneuerbare Energien, Stromerzeugung verstetigen, zusammen mit Betreibern anderer Anlagen. Also die Kombination aus Windpark und Biogasanlage oder die Kombination aus Windpark und Gefrierhaus als Lastmanagement. Das bringt Verstetigung und ist ein Vertrag zwischen zwei Akteuren, die ein Angebot an den Netzbetreiber machen und nicht in Verantwortung des Netzbetreibers selbst, der sich eine große Lösung ausdenken muss. Zum Eigenverbrauch, das ist das, was ich mit Mikromanagement meine, das funktioniert bereits. Also es gibt einen Eigenverbrauch im Privatbereich von mindestens 20% über den Tag, jeden Tag. Und es gibt den in Gewerbebetrieben mal deutlich höher und mal deutlich geringer, wenn es ein Lagerhaus ist, in dem kein Licht brennt, natürlich nicht. Aber Sie haben überall, wo Strom verbraucht wird, die Möglichkeit, den Strom auch wenigstens in Teilen zu steuern und ihn den Stromverbrauch zu steuern, auf ihre Erzeugung anzupassen. Somit sind diese 10%, die jetzt hier festgeschrieben werden, eigentlich nur ein Nachvollziehen dessen. Das wird sich dann auch in der EEG-Umlage abbilden. Ja, man kann das kalkulieren und man übt einen gewissen Druck aus, aber faktisch wird es von den Anlagenbetreibern heute schon gemacht. Denn der viel größere Anreiz. Wie weit geht denn das weiter? Also 10% sind schon vereinnahmt. Wie weit kommen wir denn runter? Auf 75 oder? Ja, wir kommen über, also je nachdem, was für ein Objekt es sich handelt, was dort für ein Stromverbrauch ist, liegt es zwischen 20% und 60% des Stromes, der dort im Gebäude gebraucht wird. Und dann müssen Sie speichern. Und das sind gegenwärtig, weil wie wollen Sie es sonst lösen, sind gegenwärtig dezentrale Batteriespeicher. Die sind im Verhältnis teuer, es sind aber die gleichen Batterien, die für die Elektromobilität auch genutzt werden. Es kann also theoretisch auch das Elektrofahrzeug vor der Tür sein, das als Zweitwagen nur wenig bewegt wird. Es sind aber vor allen Dingen die gleichen Batterien. Das heißt, der Skaleneffekt Elektromobilitätsausbau ergänzt sich um den Skaleneffekt Solarbatterieausbau. Und dann werden wir in absehbarer Zeit, heute sind wir irgendwo bei 15 Cent Speicherkosten rein raus, werden wir irgendwo bei 5 Cent Speicherkosten sein, die sich dann auf die noch weiter abgesenkten Solarstromerzeugungskosten drauf addieren. Und dann sind sie mit einer stetigen Energie sogar günstiger als beispielsweise die Großanlagen auf dem Meer, die dann noch nicht stetig sein werden. Aber wir kommen in diese Größenordnung Erzeugungskosten PV stetig zwischen 12 und 15 Cent inklusive der Speicherung in, sagen wir mal, den nächsten 5 bis 7 Jahren. Die Frage nach CSP noch kurz. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob das wirklich trägt, weil die Hersteller inzwischen selber Zweifel haben und sagen, wir versuchen es lieber mit PV. Ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, wenn man die Kosten ausreichend runterkriegt, CSP einzusetzen.
aber natürlich brauchen wir da, wo eine Wüste ist, in Griechenland, in Spanien, kann man wunderbar diese auch nutzen, um dort Großkraftwerke zu errichten. Ich würde eher tippen, es sind Photovoltaik-Großkraftwerke. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, den Strom hierher zu transportieren, sondern ihn da zu lassen. Die Griechen verbrennen gegenwärtig Öl zur Verstromung und beziehen Strom aus den umliegenden Nachbarstaaten. Da fände ich sinnvoll, wenn sie sich sehr viel stärker autark mit Solarstrom versorgen würden, wobei man auch da im Kopf haben muss, die tatsächliche Mehrausbeute beträgt gerade mal 30% gegenüber der Solaranlage in Deutschland. Bei Ihrer vorherigen Rechnung, da haben Sie aus meiner Sicht nicht berücksichtigt oder vielleicht nicht gesagt, Sie müssen ja in gleichem Maße die bislang zur Stabilität notwendigen zentralen Versorger runterfahren. Mit dem Effekt, dass sich das irgendwann mal nicht mehr rechnet. Und da müssen wir ja auch einen Weg finden. Mir geht es wirklich um die Umsetzung in einer realistischen Situation auf einer realistischen Zeitschiene. Und ich will jetzt nicht die nationale Plattform E-Mobilität bewegen, aber da kann man ja auch sehr unterschiedliche Auffassung sein, wie viel Speicherkapazität wir in den nächsten 10 Jahren über E-Mobilität erreichen, tatsächlich. Also von daher müssten wir schon in so einer Diskussion Plan A, B und C haben, um einfach mal zu sehen, wo wir da wirklich rauskommen. Darf ich kurz? Also ich stimme Ihnen nur vollständig zu. Ich sage auch nur, bei Elektromobilität, der Skaleneffekt, der da eintritt, addiert sich, das ist das Gute, zu dem möglicherweise sogar größeren Skaleneffekt über Solarbatterien. Und es gibt noch einen Second Life Cycle, also die ausgediente Elektromobilbatterie kann im Haus noch gerne 5-6 Jahre weiterarbeiten, weil sie nicht mehr die Anforderungen erfüllen muss, die im Auto gebraucht werden. Aber nochmal, mit der dezentralen Lösung reduzieren Sie insgesamt den Managementbedarf im zentralen System. Und die Lösung für, also dass Sie weiter Kraftwerke vorhalten müssen, ist völlig klar. Und dafür brauchen wir eine andere Marktstruktur. Dazu werden Sie einen Kapazitätsmarkt brauchen, weil Sie recht haben. Im Moment lohnt es sich nicht, in neue Kraftwerke oder in Vorhaltekraftwerke zu investieren. Das ist eine Änderung der Marktstruktur, die man aber ohnehin braucht, wenn man immer stärker auf erneuerbare Energien setzen will. Vielen Dank, Herr Nitschke. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um zum nächsten Beitrag überzukommen, der uns das gleiche Thema nochmal aus einer anderen Sicht bringt. Herr Wulff, Sie sind nach Jahren bei Alcatel im April zu Alstom gekommen und sind dort Vorsitzender des Vorstandes. Darf man ja noch gratulieren, fast so jung ist es. Danke. Wir wollten jetzt gerne Ihren Beitrag hören zu Ihrer Sicht Starkstromtechnologien, Windanbindung und Kraftwerkspark. Ja, vielen Dank. Und das war in der Tat ein guter Übergang, den Herr Nitschke dort eben geleistet hat. Ich bin durchaus nicht ganz seiner Auffassung, was die alleinige Fähigkeit der Solarenergie angeht, unsere Gesamtversorgung sicherzustellen. Das ist am Ende dann aber auch, glaube ich, Teil der Gesamtversorgung. Okay, da sind wir wieder beisammen. Am Ende ist das dann ja auch wieder aufgelöst worden. Was wir benötigen, ist ganz klar, wir benötigen eine erhebliche Last an schneller, regelbarer, jederzeit regelbarer Energie. Die kann bereitgestellt werden, zum Beispiel durch Gasturbinen. Das ist derzeit die effizienteste Art, fossile Energie einzusetzen. Im Combined Cycle mit Wirkungsgraden über 60% elektrisch. Wir können aber auch im konventionellen Kraftwerkspark mit Großanlagen inzwischen deutlich bessere Zahlen erreichen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dort hat sich in der technologischen Entwicklung viel getan. Viel getan, was die Verbesserung bestehender Anlagen angeht. Höhere Effizienz, schnellere Regelbarkeit, schnellere Lastzyklen, also Lastzyklenwechsel sind im Zusammenhang gerade eben mit Photovoltaik und anderen erneuerbaren Energien von enormer Wichtigkeit geworden. Und auch, dass die Anfahrtzeiten deutlich zu verkürzen. Mit neuen Anlagen kann man das natürlich sogar noch weiter runterbringen. Also das, was in Deutschland momentan an modernen Kohlekraftwerken entsteht, im Bau ist oder bereits seit kurzem in Betrieb ist, sind Anlagen, wo wir von Stunden reden, um die hoch und runter zu fahren, nicht mehr von Tagen. Ja, das sind also deutliche Fortschritte, die wir sogar noch, wir erwarten, dass wir in der Entwicklung das noch weiter deutlich optimieren können.
also noch weiter herunterkommen können in der Flexibilität, also die Flexibilität erhöhen bzw. die Änderungszeiten doch deutlich erniedrigen können. Wir brauchen in jedem Fall, wenn wir an Offshore-Wind glauben, und das tun wir ganz eindeutig, weil die Parameter für eine vergleichsweise stetige Energieerzeugung offshore sind halt einfach sehr günstig. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit ist einfach höher als am Land. Und es weht auch, die Zeiten von absoluter Windstille sind niedriger, sodass trotz der zugegeben ganz klar hohen technischen Komplexität mit hohen Risiken, das ist auch momentan eines der behindernden Elemente für den schnelleren Ausbau, wir auf diesen Teil absolut nicht verzichten können. Davon bin ich fest überzeugt, und sie werden einen erheblichen Teil unserer gesicherten Stromversorgung darstellen. Wir brauchen dafür natürlich logischerweise ein deutlich effizienteres Höchstspannungsnetz mit einem deutlichen höheren Anteil an Energietransport über große Strecken. Das, was die Bundesnetzagentur mit ihrem Netzwegeplan vor wenigen Wochen vorgestellt hat, finde ich gut, gefällt uns, ist ein guter Plan. Man darf aber, finde ich, auch noch weiter denken. Ein Grid muss nicht beschränkt sein auf ein Land. Es spricht nichts dagegen, dass man solche die Einzugsbereiche auch darüber hinaus deutlich erhöht. Mit HGÜ haben wir eine effiziente, zugegebenermaßen nicht gerade günstige Technologie, die aber allein aufgrund der geringeren Verluste sich vergleichsweise schnell bezahlt macht, sodass solche Themen auch technisch de facto umsetzbar sind. Ich will vielleicht ganz kurz in diesem Zusammenhang auch, ich weiß, es ist ein Thema, werden wir vielleicht nicht alle dafür lieben, aber das Thema der Carbon Capture Storage Technologie, also der CO2-Abscheidung und Speicherung, sollte man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Sie ist politisch ein bisschen tot momentan, wissen wir auch. Aber ich weiß nicht genau, was heute im Bundestag entschieden wurde dazu. Es sollte ja auch dazu debattiert werden. Ergebnis habe ich noch nicht gehört. Also das müssen wir vielleicht dann nochmal hier diskutieren. Vielleicht zur Windkraft noch eine Thematik. Die Lebensdauerzyklen im Offshore-Bereich sind in der Tat natürlich ein Risiko, das wissen wir noch nicht genau. Was man aber deutlich sagen kann, ist, dass mit größeren Anlagen, die also mehr Energie produzieren pro Anlage und einer Vereinfachung der Technik, ein Schritt momentan ist zum Beispiel, dass man Anlagen getriebelos macht. Damit ist ein potenzieller, wie sagen, Störfaktor, aber ein Faktor der Anfälligkeit herausgenommen, sicherlich auf längere Zyklen kommen wird. Wir testen sowas momentan gerade und ich gehe davon aus, dass man in ein, zwei Jahren sowas auch großtechnisch einsetzen kann in Windparks, die dann entstehen. Trotzdem, jeder Windpark, der entsteht und der nicht keine Energieabtransportmöglichkeit hat, ist ein Stranded Investment. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass wir den Ausbau der Netzwege nicht nur planen, sondern auch durchführen. Und dafür ist es aus meiner Sicht von elementarer Bedeutung, dass wir die Notwendigkeit von Stromtransportwegen in der breiten Bevölkerung, weil am Ende des Tages ist es die Bürgerinitiative vor Ort, die verhindern möchte, dass eine Strecke gebaut wird, das deutlich klar machen und sauber und auch fair und offen erklären. Ich selber wohne in Stuttgart. Ich weiß, was passieren kann, dass Bauvorhaben, die vor langer Zeit geplant sind, dann doch einen Kipp erfahren können, wenn sich die Bevölkerung dagegen auflehnt. Bevor ich die Runde hier am Tisch eröffne, will ich mal so ganz global vorweg sagen, wenn Sie nachher antworten, wäre es schön, wenn Sie noch mal auf die Fragen ansprechen könnten, wo Sie sagen, dass die Forschung Beiträge liefern müsste. Das vermute ich welche in dem, was Sie gesagt haben, aber es wäre schön, wenn Sie es noch mal direkt ansprechen würden. Herr Schlögl. Ich habe zwei Fragen. Eine schließt da direkt dran. Ich bin sehr überrascht zu hören und ich finde es sehr positiv, dass Ihre konventionellen Kraftwerke jetzt so schnell, viel schneller reagieren können wie früher. Die Frage ist, kostet Sie das auch was an der Betriebseffizienz eines solchen Kraftwerks? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Effizienz des Kraftwerks über einen großen Lastwechsel gleich bleibt. Das würde ich gerne wissen. Und bei den Forschungsdesideraten würde mich auch interessieren, welchen Mix von Speichertechnologien Sie eigentlich erwarten. Also zwischen, sagen wir mal, mechanothermischen Verfahren auf der einen Seite und chemischen auf der anderen. Sie haben CCS angesprochen. Mich würde interessieren, CCU, ist das, also Utilization of CO2, ist das etwas, was Sie auch im Blick haben? Und zu dem Thema
Offshore-Windparks. Da haben Sie eine Reihe von Risiken angesprochen. Das Anschließen ist natürlich klar, dass das notwendig ist, aber welche anderen Risiken bestehen aus Ihrer Sicht? Also mich würde die Lebensdauer der Anlagen interessieren und eben die Risiken, die Sie unter Umständen darüber hinaus sehen. Ich würde gerne an das noch eins anschließen, Herr Hüttel. Man ist ja fast verzweifelt auf der Suche nach einer realistischen Einschätzung der Zeitschiene für den Bau von Offshore-Windanlagen. Da hat man sich ja viel vorgemacht. Da hat man gedacht, das kann man wie so Lego-Dinger ins Wasser reinstellen und dann stellt sich heraus, ist nicht so einfach. Haben Sie denn eine technisch realistische Vorstellung des Zeitablaufes für die Installierung der großen Offshore-Kraftwerke? Zwei kleine Fragen. Wo ist denn aus Ihrer Sicht jetzt der Regelungsengpass, um schneller in Investitionen in Infrastruktur und vor allen Dingen auch in Kraftwerke zu kommen? Wir haben immer wieder, und wir kommen ja noch wieder darauf zurück, wir brauchen das neue Marktdesign, wir müssen uns fragen, wie kriegen wir Kapazitätsmärkte hin? Wo liegt für Sie dort der entscheidende Regelungsnotfall? Was müsste geschehen und von wem möglichst zügig, damit so etwas in Gang kommt? Der zweite Punkt, da haben wir heute Morgen auch nichts von gehört. Wir reden immer über Leitungen. Machen Sie auch selbst oder andere sich engagiert Gedanken über die Frage Power to Gas? Wie weit können wir also die Netze Gas und Strom miteinander verbinden? Ich kann die Frage einfacher stellen, Herr Schlögel macht das und deswegen fragt er nicht danach. Sonst müsste er es selbst beantworten. Aber mich interessiert das schon sehr. Das gilt nebenbei hinterher als durchgehende Größe ein bisschen mit. Ja, gerne. Ich will gerne auf die Punkte eingehen. Also Ihre Frage, Herr Schlögel, war nach den Effizienzverlust durch schnellere Regelzeiten und den Wirkungsgrad, wenn man ein Kraftwerk halt unterhalb der Nennlast betreibt. Die ist natürlich, haben Sie natürlich recht, es gibt natürlich einen Verlust an Wirkungsgrad dadurch. Nur es ist klar, ein Entwicklungs- und Forschungsziel, diesen ebenso gering wie möglich zu halten. Also ein Beispiel, der das vielleicht nennen darf, im Bereich der ganz großen Gasturbinen, kann man zum Beispiel zwei Brennkammern nacheinander schalten, dann kann man die Anlage auf Nenndrehzahl fahren. Die erzeugt dann ungefähr 20% der Last, ist aber warm und dreht sich und stabilisiert damit das Netz und kann dann innerhalb von 1-2 Minuten auf 100% Last hochfahren, ohne dass man die Drehzahl verändern muss. Das ist zum Beispiel eine Technologie. Die 20%-Stufe ist natürlich nicht so effizient wie die 100%-Stufe, aber sie ist dramatisch effizienter, als wenn ich eine Einkammerturbine fahren würde auf 20%. Die hätte dann ganz schlechten Wirkungsgrad. Also von daher ist es so, aber es ist ein klares Entwicklungsziel, diesen Effekt eben zu verkleinern. Die Frage dann nach dem Mix von Speichern, da kann ich mich eigentlich nur Frau Buchholz anschließen. Es gibt aus unserer Sicht nicht die optimale Speichertechnologie. Also die schönste ist mit dem besten Wirkungsgrad sind Pumpspeicherkraftwerke. Da kommt man auf 80%. Nur wo wollen wir den alle hinbauen? Also wir sind momentan im Schwarzwald dabei, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Und es gibt auch noch ein paar Chancen im Sauerland und ein paar anderen Stellen in Deutschland. Aber bitte? Weserbergland, Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen, jawohl. Entschuldigung, meine mangelnden geografischen Kenntnisse einzubeziehen. Die Gesamtkapazität, die dadurch geschafft werden kann, ist vergleichsweise übersichtlich. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht bauen sollten. Das ist gar keine Frage. Wir brauchen aber in jedem Fall auch chemische und thermische Speichermöglichkeiten, aber eine wirklich langfristige Speichermöglichkeit, so wie sie von Frau Buchholz postuliert wurde, das sehe ich als ganz großen Forschungsbedarf. Ist wirklich eine der größten Herausforderungen, für die wir momentan noch keine vernünftige Antwort haben. Muss ich ganz klar sagen, auch wir nicht. Carbon Capture Utilization hatten Sie gefragt, Herr Professor Hüttel. Es gibt in der Tat einige ganz gute Nutzungen, abgesehen von den klassischen Anwendungen von Kohlendioxid im Industriebereich. Eine Technologie, die wir derzeit erproben in England, weil wir in Deutschland leider keine Möglichkeit dazu gefunden haben, ist im Bereich der Ölexploration Kohlendioxid zu nutzen, um sozusagen Leerräume zu verpressen und dadurch eine höhere Ausbeute zu erzielen. Das ist eine Möglichkeit, die man gut machen kann. Das lassen sich auch andere denken. Das ist das, was wir derzeit konkret testen wollen oder ein größeres Werk bauen wollen, um das auszunutzen. Erfahrungswerte haben wir noch nicht, da müssen wir uns vielleicht in 2 Jahren nochmal unterhalten.
Offshore-Risiken, die mittellangfristigen Risiken sind mangels Zeit nur postulierbar oder erwartbar. Sie sind weniger klar jetzt zu konkretisieren. Man kann natürlich in Tests mit Überbelastung, sagen wir mal, einen längeren Zeitraum in einen kürzeren hineindringen, das ist aber dann trotzdem noch eine Annahme. Was hilfreich ist, ist, wenn man sich der klassischen Tugenden der Offshore-Technologien bedient und nicht versucht, das Rad vom Neuen zu erfinden. Die Nordsee ist nun mal ein raueres Gefilde als der Nordschwarzwald. Und das hilft auf jeden Fall auch in der langfristigen Stabilitätsbetrachtung von solchen Anlagen. Führt übrigens dazu, dass im Bereich der Werftkapazitäten sich schon viele auf diese Technologien spezialisieren. Ein ganz interessantes Konjunkturprogramm, was vielleicht so nicht gar nicht erwartet wurde. Wir hatten eine logische Zeitschiene für den Aufbau. Wir sagen eigentlich nach den Erfahrungen, die jetzt gemacht wurden für HGÜ-Plattformen im Offshore-Bereich, also für den Abtransport dann von einem solchen Windpark, muss man eigentlich rechnen mit Zeiten zwischen Entscheidung, Beauftragung und Inbetriebnahme eher in der Größenordnung von 45 bis 50 Monaten, anders als die ursprünglich mal angedachten 2,5 Jahre oder sowas, was ursprünglich da mal der Fall gewesen ist. Das ist de facto nicht durchführbar. Gründe sind vielfältig, die Risiken sind groß, es gibt Engpässe in zum Beispiel in der Kapazität der zur Verfügung stehenden Kabel, also wenn Sie so wollen, ein primitives Problem, ist aber nicht primitiv, weil wir halt hohe Ansprüche haben an solche Leitungen und die entsprechenden Typmusterprüfungen sind nicht einfach zu bekommen. Es gibt Engpässe in der Kapazität von extrem großen Kranen. Da kann man natürlich wieder kluge andere Technologien einsetzen, indem man so etwas herausschwimmt und dann entsprechend vor Ort absägt. Dann braucht man die Kräne nicht. Alles technische Herausforderungen, die lösbar sind. Es kostet aber Zeit. Das ist die Aussage, die ich damit machen möchte. Und damit wir nicht uns dann nur noch darüber unterhalten, wer jetzt welche Konventionalstrafen zahlt, ist es, glaube ich, sinnvoller, einen vernünftigen Planungszeithorizont zu wählen, als dann dazu zu kommen, dass am Ende des Tages nichts gebaut wird, weil keiner die Risiken tragen will. Und das ist auch schon eine Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Töpfer. Ein großes Problem ist momentan, dass die Risikenverteilung doch so dazu führt, dass die Bereitschaft teilweise eingeschränkt ist, in solche Risiken zu gehen, weil sie teilweise sehr groß sind. Im Bereich dessen, um auf, glaube ich, der eigentliche Hintergrund Ihrer Frage zurückzukommen, es gibt halt momentan noch kein Marktdesign, was Rahmenbedingungen schafft, unter denen auch die notwendigen Lücken in der Energieversorgung bei erneuerbaren Energievorrang so gedeckt werden können, dass man auf Laufzeiten kommt, wie das im klassischen Modell dann zu einer wirtschaftlichen, sinnvollen Investition machen. Da brauchen wir etwas und ich sage ganz ehrlich, auch dazu haben wir nicht denn Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, da muss viel Klugheit und Diskussion und Entscheidung ist notwendig, um zu einem Design zu kommen, was letztendlich zu einer möglichst marktwirtschaftlichen Regelung kommt und möglichst wenig Transferleistungen, die ich immer grundsätzlich nicht für besonders gut heiße. Aber da sind wir noch von einem konkreten, guten Design, glaube ich, noch ein ganzes Stück entfernt. Und das behindert momentan jede Entscheidung. Sagen Sie noch ein Wort zu Power to Gas? Entschuldigung, Power to Gas, hatte ich aufgeschrieben. Power to Gas ist ebenfalls eine Technologie, mit der wir uns beschäftigen. Sie ist vergleichsweise ineffizient, aber da man, Sie schütteln den Kopf, Herr Schlögel, also sagen wir in der technischen Anwendung, in der Forschung, wir sind in einem frühen Stadium, das lässt sich natürlich steigern, das wissen wir auch. Hier muss man immer wieder fragen, ob es dann sinnvoller ist, Energie, die ich nicht abtransportieren kann, abzuschalten oder dann lieber daraus Gas zu produzieren, was ich in vorhandene Gasleitungen einspeisen kann. Das ist der letztere Punkt natürlich der klügere Weg, muss man ganz klar sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dadurch tatsächlich vorhandene Energie auch tatsächlich gut nutzen kann, im Sinne eines Speichers sozusagen in den Gasnetzen. Es ist ein Thema, mit dem wir uns ebenfalls befassen. Aber auch hier ist bezüglich der Effizienz, glaube ich, noch einiges an Forschungsarbeit erforderlich. Vielen Dank, Herr Wulff. Dafür haben wir Herrn Schlögel ja hier. Das, ja, genau. Gut abgearbeitet. Unser Eindruck, dass da vieles möglich ist, aber noch durchaus Grundlagen herbeigeschafft werden müssen.
Vielen Dank an der Stelle. Bitte. Und gerade was Herrn Schlögel angeht und seinen Arbeitsbereich, Herr Birnbaum, Ihnen wird die Sympathie von Herrn Schlögel entgegenschlagen, wenn ich jetzt sage, dass Sie Chemieingenieur sind und als solcher bei McKinsey gearbeitet haben, aber nunmehr bei RWE sind und Sie sind dort für die kommerzielle Steuerung im Vorstand. Und Sie haben das Wort, Herr Birnbaum. Ja, und vielleicht sage ich, was hinter der kommerziellen Steuerung steckt. Da stecken dahinter alle Erneuerbaren, alle Baustellen und alle Großhandelsmärkte sowie Forschung und Entwicklung als Funktion. Ich gestehe, ich bin wahrscheinlich auch der Einzige hier, der gerade 4 Offshore-Windparks baut. Und vielleicht kann ich danach auch noch was dazu sagen. Mir geht es jetzt wie immer. Ich habe ein vorbereitetes Statement, aber das passt einfach nicht in diese Runde rein. Deswegen passe ich das jetzt mal an. Ja. Der erste Punkt, 3 Bemerkungen vorweg. Ich bezahle die Netze am Ende, ich bezahle das Transportnetz und ich bezahle die Steuerung im konventionellen Bereich, weil ich als RWE ein integrierter Versorger bin. Deswegen rede ich heute über Forschungsbedarf im Marktdesign und sagen wir es mehr Volkswirtschaft und BWL. Ich finde auch Ingenieur besser, aber am Ende geht es dann doch ums Geld. Eine zweite Vorbemerkung. Es ist hier viel über zentral und dezentral gesprochen worden. Ich würde jetzt mal gerne definieren, was zentral und dezentral ist. Eine GOD-Anlage in Ludwigshafen in der BASF ist eine absolut dezentrale Anlage. Jede erneuerbare Anlage, die wir jetzt noch in Ostdeutschland dazu bauen, ist eine zentrale Anlage. Warum? Weil die ihren Weg nach Westdeutschland finden muss, damit sie Verbrauch hat. Wir haben nämlich in Ostdeutschland schon genügend Erneuerbare für das, was Ostdeutschland verbraucht. Jede Photovoltaikanlage, jede Windanlage in Ostdeutschland ist eine zentrale Anlage, denn die muss am Ende durchs Kabel durch. Vielleicht nicht die, aber dann die daneben. Ja. Der zweite Punkt, auch noch im Thema zentral-dezentral. Wir haben analysiert, wie viel von unserem Strom, von dem Zubau, tatsächlich verbrauchsnah ist. Das ist und sozusagen nur über die 220-Volt-Leitung fließt. Die Antwort ist, das ist leider ein verschwindender Anteil, denn der Zubau der Photovoltaik, insbesondere aber onshore sowieso, offshore auch, findet in der Fläche statt. Uns macht es überhaupt kein Problem, die Städte zu integrieren, also die Photovoltaikanlagen in Großstädten. Aber wir haben den Zubau eben nicht in den Städten gesehen. Wir haben ihn massiv auf den Bauernhöfen etc. gesehen. Deswegen, das Thema zentral, dezentral wird vollkommen durcheinander geschmissen. Ich glaube, ich würde es einfach anders bewerten wollen. Und zweitens, bevor ich jetzt wieder über Probleme spreche, ja, ich habe 5 Milliarden in erneuerbare Energien investiert. Wenn das nicht gelingt, habe ich ein echtes Problem gegenüber meinem Aufsichtsrat. Also wenn ich jetzt über Probleme spreche und wenn ich über Großkraftwerke und Systeme spreche, dann bitte deswegen aus Sorge, weil es halt funktionieren muss. Und jetzt haben wir schon viel über das Marktdesign geredet. 2 Dinge, was mich wirklich irritiert ist, dass das Thema Markt als Mechanismus noch kein einziges Mal genannt worden ist in der Diskussion im Block 2. Block 1 habe ich jetzt noch nicht miterlebt. Das Thema Europa ist von Ihnen, Herr Töpfer, angesprochen worden. Und jetzt kommen wir mal zum Speicher. Wir sind in Deutschland in einer Logik, dass wir glauben, die Energiewende durch einzelne technische Interventionen zu einem guten Ende zu bringen. Und ich glaube, wir müssen 2 Dinge tun. Ich glaube, sie kann gelingen, wenn wir sie als Marktherausforderung verstehen, und zwar als europäische Marktherausforderung verstehen. Ich kann das am Beispiel Speicher festmachen. Alle Studien, Desertec, rauf und runter, können Sie alle nehmen, wie sie so sind, die sagen am Ende immer, wenn ich eine Integration der Systeme schaffe, dann schaffe ich eine vergleichsweise günstige Einbindung der Erneuerbaren. Wenn ich die Integration nicht schaffe, habe ich ein Problem. Es ist deswegen völlig destruktiv, im Moment sozusagen das Thema Netz an bestimmten Technologien festzumachen. Die brauchen wir auf jeden Fall im Netz. Jetzt kommen wir zum Thema Netz und Systemstabilität. Kapazitätsmärkte, jetzt mehrmals genannt worden. Ich glaube, wir müssen grundlegend in der Diskussion unterscheiden, was haben wir denn für eine Herausforderung. Wir haben eine kurzfristige Herausforderung, das ist, ich sage es mal, Bayern hell zu halten im nächsten Winter und meinetwegen im Winter danach. Das sage ich salopp, das ist ein sowieso Problem. Da können Sie jetzt Kapazitätsmärkte einrichten, wie Sie wollen, Geld hinterher schmeißen, wie Sie wollen. Das wird nichts verändern an der physikalischen Realität, die wir de facto im Betrieb haben. Wenn wir Pech haben, haben wir ein Problem. Und das ist kurzfristig nicht adressierbar durch Marktdesigns, die ich schnell einführe und nie wieder loswerde.
Wir haben dann ein mittelfristiges Problem, dass wir möglicherweise einfach in der Welt, in der wir jetzt marschieren, keine ökonomischen Anreize mehr schaffen, sinnvollen ökonomischen Anreize mehr schaffen, um die Backup-Kapazitäten, die wir mindestens noch 20, 30 Jahre brauchen, in den Markt zu bringen. Wir würden dieses Problem dramatisch reduzieren, wenn wir den Netzausbau herankriegen. Auch deswegen brauchen wir Netze. Die großen integrierten Netze sind ja immer aus dem Versorgungssicherheitsgedanken und dem Wirtschaftlichkeitsgedanken entstanden. Und wenn wir das jetzt machen, dann bedeutet das, wir brauchen vielleicht mittelfristig einen Kapazitätsmarkt. Wir brauchen vielleicht ein anderes Marktdesign. Die Frage ist aber, was für einen brauchen wir? Es gibt hier ineffiziente und effiziente Methoden. Dieses Problem wird aber erst aufkommen in einigen Jahren. Und deswegen ist, wenn ich etwas sagen dürfe, anstatt 3a sage ich, erst nachdenken, dann Geld ausgeben. Und das gilt gerade für Marktdesign. Es gibt Methoden, strategische Kaltreserve, ich kann Ausschreibungen machen. Das ist alles wunderbar. Ich gebe ein Beispiel, was absolut nicht funktioniert. Es wurde eine Marktprämie im letzten Jahr eingeführt für die Integration der Erneuerbaren. Absolut rausgeschmissenes Geld. Verändert überhaupt nichts, hat einfach nur die Margen erhöht für die Betreiber von erneuerbaren Anlagen. Auch für meine. Ja, ich habe das Geld auch mitgenommen. Wir haben das Thema hier Volllastprämie. Die Volllastprämie gibt es, wenn Sie sich an der EEX bewegen würden und nicht im EEG, ja, sozusagen nur einen Buchstaben verändern, dann würden Sie nämlich feststellen, dass Sie gewöhnlich strukturierte Lastprofile kaufen. Die haben einen höheren Preis, da brauchen Sie überhaupt keinen Subventionsmechanismus dazu. Und deswegen ist, das ist jetzt mein Petitum, lasst uns wirklich nachdenken über das Marktdesign und dann lasst uns bitte daran denken, Markt ist tatsächlich effizienter. Zweitens, Europa ist effizienter. Je kleiner wir es machen, desto mehr Schwierigkeiten handeln wir uns ein. Die Dezentralität und die Zentralität schließen sich da überhaupt nicht aus. Drittens, wenn wir über Marktdesign nachdenken, dann sollten wir sagen, welches Problem wollen wir denn wirklich adressieren? Mein Beispiel Kapazitätsmarkt kurz langfristig. Was ist denn kosteneffizient? Und dann das Letzte, haben wir die Wechselwirkung dieses Eingriffs zu den anderen Eingriffen verstanden? Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wo auch richtig Forschungsbedarf besteht. Wir denken sehr viel in Einzelsystemen, aber die Systemdenkweise beim Marktdesign, die ist fast vollkommen außen vor. Die wird auch häufig als irrelevant angesehen oder sie wird als nicht messbar, nicht quantifizierbar angesehen. Ich glaube, da ist eine große Herausforderung für Forschung und Entwicklung. Und deswegen nochmal mein Punkt, nachdenken, ne? Dann Geld ausgeben, das passt zu dem Thema System, weil wenn man nicht nachdenkt, kann man ganz schnell Systeme in eine ganz komische Richtung treiben. Danke. Vielen Dank, Herr Birnbaum. Ich darf meinerseits daran erinnern, dass wir im Bericht der Ethikkommission das Thema Markt und Marktdesign ja in besonderer Weise angesprochen haben. Und es ist schön, wenn man dann so unterstützt wird von Ihnen, aber dieses Nachdenken hätte schon vor gut einem Jahr auch gerne einsetzen dürfen. Nicht jetzt Ihnen gegenüber, das ist keine Kritik, sondern ich sage, insgesamt ist ja die Irritation, die wir ausgelöst haben, doch erheblich gewesen und hat zu Grundsatzdiskussionen über Ordnungsrecht und alles Mögliche geführt, aber nicht zur Lösung des Problems, das Sie mit Recht beschrieben haben. Jetzt geht es aber hier weiter, Herr Schlögl. Ja, ich setze gleich direkt an. Wir beschreiben auch die Energiewende als eine systemische Herausforderung, da sind wir völlig beieinander. Aber ich würde von Ihnen gerne wissen, warum sagen wir das alle und es macht aber keiner. In Wirklichkeit stimme ich der Beobachtung zu, dass wir den systemischen Gedanken zwar alle vor uns hertragen, aber in der Umsetzung doch relativ lokal handeln. Das Zweite geht in dieselbe Richtung, Sie haben gesagt, das muss alles und das kann alles groß und europäisch sein, das glaube ich auch. Aber die Frage ist, je mehr Mitspieler Sie an eine Sache an den Tisch setzen, desto langsamer wird es. Wo ist denn da das Optimum? Also wenn ich mir jetzt überlege, dass 27 Nationen einer Regelung eines Strommarkts zustimmen müssen, naja, das könnte schon ein paar Jahre dauern. Und die dritte Frage, die ich gerne nochmal hätte, ist, ich glaube, dass wir da irgendwie einen Diskussionsbedarf haben zwischen den Begriffen dezentral und regenerativ. Ich folge Ihnen vollständig, zentral und dezentral hat nichts damit zu tun, wie die Energie erzeugt worden ist. Und ich glaube Ihnen auch sehr wohl, dass viele Windräder in Brandenburg nicht unbedingt den lokalen Bedarf befriedigen, da sind wir uns einig. Nur muss man das extra betonen, ich versteht diese, Sie haben da so eine Konfliktlinie aufgemacht, die ich eigentlich gar nicht sehen möchte. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern. Also ich würde da noch mal anschließen wollen, das ist auch eines sozusagen dieser Rahmenbedingungen, die wir
uns irgendwie besser, auf die wir uns besser verständigen müssen. Also was war mit zentral, dezentral? Und gestern Abend in der Diskussion haben wir gesagt, alles was regenerativ und dezentral ist, ist gut und das andere ist schlecht. Das sind ja auch so sehr einfache Muster der Bewertung. Also ich glaube, dass es so nicht geht. Und ich glaube, es ist schon wichtig, da auch irgendwo mal einen Sprachgebrauch zu finden, der dann auch einigermaßen die Dinge wirklich so beschreibt, wie man sie auch verstehen könnte. Meine Fragen gehen in zwei Richtungen. Einmal würde ich gerne noch mal einfach Ihre Erfahrungen hören bei den vier Parks, die Sie jetzt bauen, offshore. Mich würde noch mal, die Frage hatte ich vorhin gestellt, ist nicht beantwortet worden, über die Zeitschiene, die Sie, von der Sie ausgehen, dass Sie die Parks betreiben und welche wirklichen Herausforderungen auch bis hin zu Korrosion oder so bestehen. Einfach, dass wir da noch mal einen Eindruck kriegen, denn ich stimme Herrn Wulff absolut zu. Die Rahmenbedingungen in der Nordsee sind sowohl geologisch als auch windmäßig und so weiter offensichtlich, was ich gehört habe und weiß, wirklich sehr gut. Also da haben wir eigentlich günstige Voraussetzungen. Ich würde mich trotzdem noch mal die Technik interessieren. Und dann, das geht schon ein bisschen rüber, in der nächsten Phase wahrscheinlich auch zu Herrn Biesenbach von Bosch. Wir sind ja nun nicht nur in Deutschland aktiv, also Sie als Unternehmen, wir als Wissenschaftler Gott sei Dank auch nicht, sondern international. Also wir wollen ja dann auch jetzt nicht nur Systeme aufbauen, die wir hier nutzen, sondern die wollen wir ja auch exportieren, in welcher Form auch immer. Und den Aspekt neben dem Marktdesign, der würde mich auch nochmal interessieren, welche Bedeutung das für unsere Unternehmen hat, die international agieren und wie Sie da die Entwicklung einschätzen. Ja, ich bin ja ganz Ihrer Meinung, wir sollen mit Nachdenken anfangen. Deswegen haben wir Sie eingeladen. Wir würden eben gerne an Ihrem schon nachgedachten teilhaben. Und deswegen meine Nachfrage, ist ja auch immer richtig zu sagen, lass den Markt das machen, soweit wie es geht. Die Frage ist, wo müssen wir den Markt erstmal schaffen? Märkte sind immer ein Stück, was der Mensch gemacht hat. Fällt ja nicht wie Manna vom Himmel. Wenn Sie CO2 keinen Preis geben, haben Sie keinen CO2-Markt. Also die Aussage ist zunächst etwas tautologisch, das stimmt immer. Nur wir müssen uns fragen, wo wollen wir welchen Markt haben und wofür brauchen wir ihn? Und wie nutzen wir das denn? Und wie haben wir möglicherweise durch rechtliche Setzungen Märkte gar nicht erst entstehen lassen und deswegen auch nicht den Mechanismus damit verbunden? Also für mich ist die Frage, sind Auktionen marktwirtschaftliche Instrumente? Was man beim Kapazitätsmarkt ja durchaus mal bedenken könnte. Also die Frage muss für die Tatsache, dass etwas da ist, was bezahlen. Das kann sich auch wieder Marktwirtschaft diesen Weg machen. Also mich interessiert das sehr, sehr stark. Ich bin auch Ihrer Meinung, reden wir überall drüber, wenn ein Problem nicht lösen kann, es vergrößere es. Das ist eine gute, handfeste Anmerkung. Und die macht sich fast überall auch bewährt. Die Frage ist nur, wenn du das Große dann hast, fängst du ja wieder klein an. Du fängst ja nicht beim ganzen Großen an, sondern immer wieder, und das ist mein Petitum heute durchgehend, was ist denn Ihre Anregung, wie man das in Gang bringen muss? Wo hängt denn da was, dass alle sagen, aber da ist bisher nichts passiert, was Herr Günther Bachmann gerade gesagt hat. Also das sind die beiden Fragen für mich. Lassen Sie uns teilhaben an Ihrem Nachdenken darüber, wie wir Märkte dafür besorgen können, die wir bisher nicht brauchten. Jetzt aber offenbar für Kapazitäten notwendig werden. Wie kriegen wir die gestaltet? Brauchen wir es überhaupt? Wenn nicht, warum nicht? Und wie können wir das einbinden in eine andere Struktur der Erzeugung von Energie? Ja. Herr Birnbaum, bitte in gebührend gestraffter Form den Status Ihres Nachdenkens. Ja, mein erster Punkt, ich würde Sie gerne teilhaben lassen, aber es ging nicht in den 5 Minuten, aber jetzt mache ich es ja in den 5 Minuten, die ich jetzt noch habe. Also vielleicht ganz kurz die Frage hin. Systemische Herausforderung, warum macht das keiner? Ich glaube, weil die meisten Spieler in dem Markt tatsächlich einfach betriebswirtschaftlich agieren. Und es ist ja völlig egal, sozusagen, ob das systemisch Sinn macht. Wenn es für mich Sinn macht, dann mache ich es in dem Moment. Ja, also erst kennen wir ja aus allen möglichen Märkten, auch mit unerfreulichen Nebeneffekten. Wenn es für mich Sinn macht, eine Solaranlage aufs Dach zu setzen oder in Brandenburg zu bauen, ob das jetzt systemtechnisch Sinn macht, markttechnisch Sinn macht, volkswirtschaftlich Sinn macht, ist egal, ist nicht entscheidungsrelevant für mich. Ich glaube, dass die systemische Herausforderung wird deswegen wenig adressiert, weil sie von Marktteilnehmern tatsächlich sich nur begrenzt verlangen können, das zu tun, und weil es eigentlich wenige gibt, die wirklich einen Anreiz haben, es zu tun.
Oder wenn Sie einen Anreiz haben, wird Ihnen nicht geglaubt. Also uns wurde vor 2 Jahren gar nichts geglaubt, als wir über Stabilität gesprochen haben im Netz. Ich tue das auch nicht mehr. Ich sage jetzt einfach, da ist eine Herausforderung, gehen wir halt mal ran. Ich glaube einfach, systemische Herausforderung, da muss tatsächlich Forschung und Entwicklung und Politik in Vorlage gehen und einen Rahmen schaffen, in den sich dann Marktteilnehmer einbringen lassen. Das hat, da komme ich jetzt auf den Punkt, Herr Töpfer, bei Ihnen, das kann dann auch zum Beispiel funktionieren. Das Thema Offshore-Plattform ist ja von der Politik aufgesetzt worden, um so vagabundierende Themen einfach einmal einzusammeln. Da waren wir auch engagiert, da haben wir ganz detaillierten Input geliefert, was im Einzelnen gemacht werden muss, um das System unter Kontrolle zu bekommen. Das kann funktionieren, es muss nur noch die Gesetzgebung das auch tatsächlich umsetzen, aber das läuft, da bin ich jetzt optimistisch. Ja. Also aber der Kernpunkt ist, das ist dann sehr, sehr, sagen wir mal, klein. Nicht? Und das wäre jetzt gar nicht angemessen, wenn ich das jetzt hier gebracht hätte. Ich komme aber, jetzt springe ich auf Ihre Frage, weil ich da gerade bin, zum Thema Kapazitätsreserve. Es gibt in der Tat Märkte, die haben wir nicht entstehen lassen. Ja, zum Beispiel die strategische Reserve, die die Bundesnetzagentur im letzten Jahr gekauft hat. Das war ein bilaterales Verfahren, von dem keiner verstanden hat, auf welcher Basis wer da eigentlich zu welchen Konditionen kontrahiert worden ist. Warum gibt es da keine Auktion? Und eine Auktion ist natürlich ein marktwirtschaftliches Verfahren. Also man könnte zum Beispiel diese kurzfristige Problematik Bayern, so nenne ich es jetzt mal, eine Netzproblematik ist das, die könnte man dadurch lösen, dass man jetzt eine strategische Reserve schafft, so haben wir es im letzten Winter auch gemacht, diese kontrahiert, nicht am Markt teilnehmen lässt, denn ansonsten funktioniert sie ja nicht, und das bitte im Rahmen einer Auktion macht. Ich kann das auch mit negativer Regelenergie, also demandseitig schaffen, wenn ich die auch einfach bieten lasse. Aber wenn ich Regulierung mache, dass ich bestimmten Marktteilnehmern mit bestimmten Technologien bestimmte Preise bezahle, ja, dann kann ich auch gleich sagen, wem ich wie viel geben will und habe eben keinen Markt. Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Kapazität eine strategische Kaltreserve kurzfristig auf einer Marktbasis zu machen. Und diese kann man dann auch zu einem Kapazitätsmarkt ausbauen, der wesentlich billiger ist als ein Kapazitätsmarkt, wie er zurzeit häufig diskutiert wird, denn sie müssten nichts machen, als die Reserveenergie im System dann als strategische Kaltreserve einfach nicht in den Energiemarkt hineinbieten zu lassen. Halten sozusagen aus der EEX raus und haben eine separate Auktion an der Stelle. Würde funktionieren, wenn Sie das über die nächsten Jahre aufbauen. Was nicht funktioniert, ist Regulierung, von der Sie nicht wissen, ob sie mehr als 2 Jahre hält, weil jeder Investor, der sagt ja, wenn ich kein Vertrauen in die Dauerhaftigkeit der Regulierung habe, hat sie für mich keinen ökonomischen Anreiz. Wir haben es auch geschafft, Märkte nicht entstehen zu lassen, dadurch, dass wir keine Kontinuität hatten an vielen Stellen. Ja. Also erstmal im Ansatz keinen Markt hatten und dann, wenn wir einen Markt hatten, den auch noch ständig geändert haben. Ganz kurz zu den anderen Themen. Wer ist denn dann wir? Wir haben den immer geändert. Also Deutschland war da besonders effektiv. Ich klag mich da auch für an, dass wir dieses Wort wir permanent gebrauchen und dann hinterher immer offen lassen, wer hinter dem wir steckt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Deutschland war da besonders effektiv. Wir haben einen hervorragend funktionierenden Großhandelsmarkt und wir haben ein ETS. Wir haben es dann konsequent an möglichst vielen Stellen, haben wir diese beiden Marktmechanismen ausgehebelt. Das ETS jetzt auf europäischer Ebene, das hätte gut funktionieren können, das haben wir de facto ausgehebelt. Ja. Und insofern müssen wir sagen, das ist schon, also wenn ich wir sage, Sie haben recht, aber ich wollte nicht die sagen. Ja. Okay, ich glaube, das Einzige, wo wir sicher sind, wie das mit dem wir gemeint ist, das findet heute Abend statt. Aber da sind wir alle bei. Und Italien, ich bin halber Italiener, ne? Also für mich ist ein echtes Problem. Aber Deutschland gewinnt. Herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank an der Stelle. Wollten Sie noch einen Schlusssatz sagen? Ich soll noch was zu Offshore sagen. Ja. Entschuldigung. Ja, Offshore. Wir bauen 4 Parks, einen in Belgien, zurzeit einen in der englischen Nordsee und einen in der irischen See. 2 in England und einen in Deutschland. Die funktionieren alle bis auf den deutschen. Also in Belgien ist völlig unproblematisch. In England ist das schon der 4., den ich jetzt persönlich sozusagen demnächst mal einweihen darf. Das sind 500 Megawatt Parks. Der Unterschied ist, in England ist wesentlich mehr an die Implementierungsdetails gedacht worden. Also welchen Offshore-Code musst du anwenden, um eine Genehmigung zu bekommen? Welche Arbeitsstättenverordnung funktioniert? Ist die Offshore HSNI-Politik anwendbar auf deine Montageschiffe und. Dieses ganze Nitty-Gritty-Detail. Wir haben in Deutschland 5 Offshore-Pläne gehabt, die immer größere Megawattzahlen ausgewiesen haben, aber niemand hat sich um diese Details gekümmert. Deswegen baue ich jetzt gerade den 4. Park in UK, den 2. in Belgien und den 1. in Deutschland.
Und dann stelle ich eben fest, dass tatsächlich in Deutschland leider, obwohl wir am längsten gebraucht haben, um an den Start zu kommen, es am schwierigsten funktioniert. Da gibt es verschiedene Gründe, will ich nicht hineingehen. Es ist technisch machbar. Wir brauchen in England ungefähr 2 Jahre zur Projektentwicklung bis zu einer Investitionsentscheidung und 2 Jahre zur Errichtung. Ja. Eigentlich ist das ziemlich schnell und das läuft auch ziemlich sauber getaktet hinterher. In Deutschland brauchen wir 2 Jahre zur Projektentwicklung. Dann brauchen wir einen undefinierten Zeitraum, bis wir einen Netzanschluss haben und dann können wir vielleicht das Ding bauen. Es funktioniert nicht. Ich glaube, wir haben ein besonderes deutsches Problem. Ich würde deswegen die Offshore-Diskussion hier mal komplett rausnehmen. Hier wird ein Problem, das in Deutschland entstanden ist, durch spezifische Themen, die wir in Deutschland geschaffen haben, wird genutzt, ich sage es mal, um zu sagen, naja, wenn wir dieses Problem nicht hätten, würde es funktionieren. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sollten Offshore tatsächlich als Teil der Gesamtlösung uns erschließen. Wir würden dann als Volkswirtschaften in Europa, wenn wir die Verbündelung schaffen, ein wesentlich effizienteres Gesamtsystem hinbekommen. Die Engländer machen das eigentlich, muss man sagen, in der Summe ganz gut. Und die machen es vor allen Dingen auch sehr pragmatisch und sehr auf Implementierungsdetails bezogen. Vielen Dank. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, weil das muss ich schon deswegen machen, um die Kollegen, die ganz am Ende der Liste reden, zu schützen vor allzu großem Druck. Vielen Dank an der Stelle. Herr Biesenbach, Sie kommen von der Bosch GmbH. Sie waren vorher auch hier in den Verbändelandschaften beim BDI unterwegs, sind jetzt bei Bosch und haben in Ihrem Thema sowohl die Energieeffizienz als Geschäftsfeld, als auch die erneuerbaren Energien und die Speichertechniken. Ich darf Sie um Ihr Wort bitten. Ja, schönen Dank. Ich muss eine kurze Vorbemerkung machen. Mein Beitrag war eigentlich vorgesehen für das erste Panel am Vormittag. Es passt auch hierhin. Insofern fühle ich mich jetzt nicht falsch aufgehoben. Nur zur Erklärung, warum Sie die Stichworte des Vormittags in meinem Statement nochmal wiederfinden. Vielleicht kurz zur Einführung. Wir bei Bosch beschäftigen uns mit dem Thema Energiewende auf Basis eines ziemlich breiten Portfolios an Technologien, Märkten und natürlich auch Geschäftsinteressen. Nur um ein paar Beispiele zu sagen. Wir sind vor etwa 4 Jahren im Bereich der Photovoltaik eingestiegen, haben mit Investment von 1,5 Milliarden Euro einen Geschäftsbereich dazu aufgebaut. Wir sind einer der führenden Hersteller von Windenergieanlagen, was Getriebe angeht und die Dinge, die in der Gondel der Getriebe der Windanlagen sind. Ein Großteil unserer Produkte bewegt sich um das Thema Energieeffizienz herum, ob Sie die Automobiltechnik nehmen, ob Sie die Hausgerätetechnik nehmen, ob Sie die Wärmeversorgung in Gebäuden nehmen oder die Anlagen in der Industrie nehmen. Das ist alles Bosch-Geschäft. Das heißt, für uns ist Technologietreiber im Grunde genommen das Ziel der Energieeffizienz. Darüber hinaus arbeiten wir auch auf einer Reihe von Zukunftsfeldern, nämlich intelligente Steuerung von Energieströmen, dezentrale stationäre Batteriespeicher, Elektromobilität und so weiter. Das ist der Hintergrund, in dem wir uns über Energie Gedanken machen. Ich kann Ihnen sagen, die Antworten, die wir da finden, sind keine einfachen. Es gibt für die Themen der Energiewende keine einfache Lösung. Das muss man einfach sagen. Wir haben, um für uns selbst eine Planungsgrundlage zu haben, das Öko-Institut in Freiburg gebeten, mit Experten aus unserem Haus eine Studie zu erarbeiten, die künftige Entwicklungen auf strategischen Technologiefeldern herausarbeitet und ableitet, über welche politischen Instrumente nachgedacht werden muss. Weil man darf nicht vergessen, die Energiewende war eine politische Entscheidung. Sie bedarf auch der politischen Regulierung oder der politischen Steuerung. Auf dieser Basis vielleicht auch nochmal 3 Anmerkungen zum Grundsatz nach einem Stichwort von heute Morgen. Was sind eigentlich die Erträge der Energiewende? Und zwar meine ich die Erträge, die in Zukunft anstehen, weil die muss man sich immer wieder vergewärtigen, weil sie auch begründen und legitimieren, wenn wir uns bestimmte Themen heute mit einer gewissen Investition widmen müssen. Erstens, wenn die Energiewende gelingt, kann das zeigen, dass die Klimaziele, nämlich die Minimierung des Ausstoßes von CO2 und eine weitgehende Reduzierung des Einsatzes fossiler Energieträger möglich ist als Perspektive. Zweitens, die Energiewende kann zeigen, dass wir eine größere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern werden erreichen können. Das ist bei einer jährlichen Importquote für fossile Energieträger von 84 Billionen Euro pekuniär relevant. Und drittens, was in der Langfristperspektive, Herr Hüttel, Sie haben es angesprochen, die Energiewende kann zeigen, dass Deutschland Innovationsführer bei nicht fossilen Energietechnologien sein und werden kann. Das sind mehr oder weniger die Grundannahmen, möglicherweise bei den Innovationsführern nicht so sehr in der Produktion einzelner Technologien wie Photovoltaik oder anderes, aber im Zusammenwirken der Elemente eines zentralen
und gleichfalls dezentralen Energiesystems. Das sind die Fragen, von denen man, glaube ich, im Detail ausgehen muss. Man muss denen aber gegenüberstellen, was sind Risiken. Diese Risiken sehen wir genauso. Ich will nur drei herausheben. Zurzeit haben wir das Risiko zu geringer Investitionen oder Investitionen an der falschen Stelle. Es ist schon mal erwähnt worden hier, die sogenannten Stranded Investments, vor allem bei langlebigen Investitionsgütern wie Netze oder Kraftwerke. Zu frühe Festlegungen, und deshalb sind wir etwas skeptisch gegen Problemlösungen, die zu einfach gedacht sind möglicherweise. Zu frühe Festlegungen haben möglicherweise langfristige Folgen und müssen bedacht werden, sonst stehen wir am Ende mit unter- oder überdimensionierten Netzen oder einem falsch ausgelegten Kraftwerkspark da. Wir haben natürlich auch das Problem der sinkenden Versorgungssicherheit. Das ist im Industriestandort Deutschland entscheidend, und zwar für einige Industriebereiche existenziell. Also Beispiel, wir haben eine Chipfertigung in Reutlingen, eine Wafer Fab, da ist jede Sekunde Stromausfall, bedeutet, die gesamte Produktion ist auf Wochen kaputt. Also es ist, die Versorgungssicherheit ist gravierender als Herausforderung zu sehen, als bis jetzt manchmal einbezogen. Und das Problem, was wir auch haben, ist, dass wir im Zuge der Energiewende mit Erhöhung der Energiepreise rechnen müssen. Das heißt, wir haben möglicherweise nicht mehr wettbewerbsfähige Preise für Energie. Strom ist schon jetzt teuer, aber die Energiewende kostet auch weiter. Deshalb sind die Mechanismen wichtig, die Kosten einerseits so gering wie möglich halten oder sie andererseits durch Marktregulierung entsprechend steuerbar machen. Wie kann jetzt dieses Verhältnis von Kosten und Erträgen, Chancen und Risiken möglichst optimal gestaltet werden? Ich will da angesichts der Zeit nur drei Thesen zur Diskussion stellen. Die Energiewende ist eine Wende und muss gesteuert werden. Sie kommt nicht von allein. Eine Vielzahl der Technologien, deren Einsatz für den Erfolg der Energiewende erforderlich ist, ist heute vorhanden. Sie sind aber in der Summe, und das muss man sehen, kurzfristig teurer als jede konventionelle Technologie. Es bedarf daher entweder ökonomischer Anreize oder ordnungsrechtlicher Maßnahmen, um diesen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen. Natürlich gilt, je weniger staatliche Anreize, desto besser. Aber ohne gezielte Anreize und in bestimmten Fällen klare ordnungsrechtliche Vorgaben geht es nicht, vor allen Dingen in Bereichen, in denen die Wettbewerbssituation der Unternehmen betroffen ist. Letzte Anmerkung. Die Planung der Energiewende muss gezielt technologische Vielfalt eröffnen. Wir wissen noch nicht, welche Technologien wir heute verfügbar haben, absehbar haben, ob es eine weitere 50-prozentige Reduktion der Kosten bei Photovoltaik geben kann, wie wir die Speichertechnologie entwickeln, welche Optionen sich daraus ergeben. Wir plädieren deshalb sehr stark für technologische Offenheit und Vielfalt im Grundsatz. Letzter Punkt, die Energiewende muss so weit wie möglich Marktkräften Raum schaffen, ja, aber heute muss man sagen, für Energie, Strom und Wärme können Marktmechanismen nur funktionieren, wenn es Regeln für die Schnittstellen zwischen Erzeugung, Infrastruktur und Verbrauchern gibt. Deshalb ist die Diskussion um den Einspeisevorgang der erneuerbaren Energien oder die Kapazitätsmechanismen nur ein Teil des größeren Themas Marktdesign. Lassen Sie mich abschließen mit der Bemerkung, wenn Sie jetzt von mir die Frage beantwortet haben wollen, wie das Marktdesign aussieht, wir wissen es auch nicht genau. Nur, dass diese Frage des Marktdesigns entscheidend sein wird, das ist für das Gelingen der Energiewende mit der durchaus positiven Perspektive, die ich am Anfang genannt habe, entscheidend. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Wiesenbachter. Ein offenes Wort für die Frager. Er weiß es nicht genau, aber vielleicht können Sie eine Frage stellen, die er genau weiß. Es ist ja relativ schwer, dazu eine Frage zu stellen. Ich würde sagen, Sie haben einfach eine sehr schöne Zusammenfassung der Problematik der gesamten Veranstaltung geliefert. Also wir müssen da kaum mehr was dazu sagen. Ich möchte aber trotzdem eine Frage an Sie stellen, was auf jeden Fall durchschimmern wird. Wir haben Sie sprechen im Prinzip von einer dynamischen, systemischen Herausforderung. Und das, was mir dazu gleich als Gegenargument einfällt, ist Komplexität. Also das Energiewende-Management und auch die Energie nach der Energiewende wird viel komplexer ausschauen, als sie heute ist. Glauben Sie, dass wir die richtigen Werkzeuge dafür haben, dass wir das Bewusstsein dafür entwickelt haben? Oder könnte es sein, dass das Zurückschrecken vor der Komplexitätsfrage ein Hinderungsgrund ist? Direkt darauf. Ich versuche meine Frage nochmal, die ich eigentlich an Herrn Birnbaum auch gestellt habe, aber schon an Sie auch so ein bisschen verwiesen hatte. Das ist die Frage internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologien. Ist das, was wir hier machen, was Sie ganz konkret bei Bosch machen, Sie sind ja auch in vielen anderen Ländern sehr aktiv, beispielsweise auch in China, ist das sozusagen kompatibel, ist das, oder gehen Sie da in andere Technologien?
Das wäre eine Frage, die mich interessiert. Und ich erlaube mir einfach noch mal zurückzuspringen, auch zu Herrn Birnbaum. Mich würde doch noch mal interessieren, wie lange rechnen Sie mit der Möglichkeit, die Offshore-Windanlagen zu betreiben? Wie viele Planungsjahre? Würde mich einfach nur interessieren. Es wird immer geplant auf 20 Jahre. Abschreibungsdauern sind anders. Also wir schreiben es schneller ab. Es liegt dann an der Regulierung, aber wir planen gewöhnlich mit 20 Jahren. Wir erwarten realistisch nach unseren Offshore-Erfahrungen, dass wir dann noch ein paar Jahre goldenes Ende hinten dran haben. Haben wir heute Morgen auch schon mal darüber gesprochen, aber ich will es auch hier nochmal fragen. Ich meine, Sie sind der Vertreter eines sehr traditionellen, familiengeführten Unternehmens. Sie sind also eigentlich in der Zeitachse ein bisschen flexibler als der eine oder andere. Dass eine neue Technik im Energiebereich und in anderen auch nicht von vornherein Marktpreisniveau hat, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Das haben wir bei der Kernenergie nicht ganz anders gehabt und bei vielen anderen auch. Und wenn ich sehe, wie wir die ganz klassische Kraftwerkstechnik weitergebracht haben, gilt das ja letztlich im Kern auch. Meine Frage ist, sehen Sie in der Entwicklung, Sie sind ja auch im Solarenergiebereich sehr tätig, sehen Sie da ein besonders herausragendes Beispiel dafür? Oder ist das, was wir da sehen, die Lernkurve wirklich so steil, dass wir dann in die Business Cases reinwachsen können, von denen Herr Hüttel gesprochen hat? International fragen mich die Leute, wenn ich in Afrika bin, nur, wann seid ihr in Deutschland eigentlich so weit, dass die Photovoltaik so billig ist, dass wir sie nutzen können? Das, was wir jetzt bisher investiert haben, ist so etwas wie eine Entwicklungshilfeleistung. Ich sage es mal in den alten Sätzen. Denn eine neue Technik kann eigentlich nur ein wirtschaftlich starkes und technologisch führendes Land so weit bringen, dass es dahinter von anderen mitgenutzt werden kann. War im Pharmabereich ganz genau das Gleiche nebenbei. Das interessiert mich jetzt wirklich. Das ist etwas, was du in Rio diskutierst. Und wenn die Frage, wann ist das bei euch in Afrika so weit, dann sagen sie sicher unter 10 Euro Cent pro Kilowattstunde. Und dann kommen sie eben auf 3000 Sonnenstunden im Jahr und die Netzvorteile und so weiter und so fort. Das interessiert mich sehr. Wie schnell erwarten Sie das, wir haben es heute Morgen, wie gesagt, schon mal diskutiert, in der Solarenergie jetzt bei der Photovoltaik? Herr Biesenbach. Vielleicht zunächst zur Frage von Herrn Schlögel, haben wir die Instrumente für diese Komplexität? So ganz umfassend kann ich es nicht beantworten, aber ich will es mal auf den Punkt bringen. Wir haben untersucht oder mit dieser Studie mit dem Öko-Institut festgestellt, ein Großteil der Technologien, die man für bestimmte Effekte, die politisch gewollt sind, braucht, sind vorhanden. Wie man Gebäude energieeffizienter macht, weiß man. Man weiß aber auch, was es kosten würde. Das ist aber die Diskrepanz. Es gibt bestimmte Zielsetzungen der Politik. Deshalb haben wir unsere Studie immer runtergebrochen. Bis dahin, wenn man bestimmte Ziele hat und bestimmte Standards definiert, dann muss man auch definieren, wo sind die gesetzlichen Packenden, wo man anpacken muss, um tatsächlich Dinge zu erreichen. Und dort gehen, glaube ich, in der jetzigen energiepolitischen Diskussion die Möglichkeiten auseinander. Ja, wir haben die Technologien, die Politik hat die Energiewende beschlossen, die Politik hat die Ziele der Energiewende definiert. Die Politik definiert, um ein Beispiel zu sagen, wie viel man erreichen kann im Gebäudebereich. Wir wissen seit der BDI-McKinsey-Studie, es sind etwa 40% der CO2-Reduzierungen, die man erreichen kann, liegen dort. Man weiß aber auch, welche politischen Instrumente man bräuchte. Sie können es nur mit Incentivierungsmaßnahmen machen. Sie können nicht Vorgaben machen, weil Sie dann ins persönliche Eigentumsrecht eingreifen. Das heißt, Sie können die Zielsetzungen der Reduktion von Verbräuchen im Gebäude nur durch Incentivierungsmaßnahmen erreichen. Das kostet Geld. Das heißt, wir plädieren dafür, wenn man die Ziele definiert, wie viel man Energieeffizienz im Gebäudesektor realisieren möchte, dann muss man auch in der Lage sein, die Maßnahmen zu definieren und die Finanzierungen bereitzustellen. Man kann dann sagen, die Maßnahmen sind komplex in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Und man kann auch sagen, wir haben das Geld nicht. Auch das kann man sagen. Nur muss man dann das Ziel durchstreichen. Diese Kette, das ist zurzeit ein Problem in unserer internen Diskussion. Deshalb, wir kriegen natürlich von der Politik, um das auch mal auf den Punkt zu bringen, häufig die Rückmeldung, in der Umsetzung der Energiewende entwickelt die Wirtschaft eine ausgeprägte Subventionsmentalität. Das muss ich zurückweisen. Bestimmte Maßnahmen sind politisch gesetzt und es gibt politische Regulierungen in diesen Märkten, die einfach nötig wären und nötig sind. Wenn man sie nicht möchte, dann sollte man es nicht entscheiden. Nur die Ziele definieren, die Maßnahmen nicht klar formulieren und die Finanzierung offen lassen. Das ist keine stringente Politik, an der sich Unternehmen orientieren können.
dann bin ich am Ende auch, Herr Töpfer, bei Ihrer Frage. Aber da würde ich dann, aber ich kann direkt anschließen. Ja, natürlich, die PV-Einspeisevergütung ist in Deutschland ein wesentliches Marktvehikel, was auch Unternehmen wie Bosch bewogen hat, das in die betriebswirtschaftliche Planung eines Investments einzubinden. Diese betriebswirtschaftliche Planung eines Investments geht zumindest in unserem Unternehmen mindestens über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wenn aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die eine gewisse Planungssicherheit ja beinhalten sollten, im Monatsrhythmus verändert werden, verändert das natürlich auch das ökonomische Kalkül eines solchen Geschäfts. Also wenn wir über bestimmte Formen der Einspeisevergütung beim Photovoltaikbereich diskutieren und im Januar mit einem Ergebnis durchaus uns anfreunden können und es akzeptieren und im Februar ist schon die neue Regulierung da. Auf welcher Basis wollen Sie da noch kalkulieren? Wir haben Verständnis dafür gehabt, dass die Einspeisevergütung im Photovoltaikbereich aufgrund der extrem gestiegenen Marktvolumina notwendig ist. Wir haben nur immer dafür plädiert, es degressiv zu gestalten, weil jede Stichtagslösung fragmentiert den Markt sofort. Wir haben immer kalkuliert, den Wettbewerb mit den chinesischen Wettbewerbern über die Technologieschiene gewinnen zu müssen. Dafür brauchen sie Zeit und Investment. Und wir haben immer damit kalkuliert, im Eigenverbrauchsbereich Grid Parity 2014 zu erreichen. Ob das jetzt noch eine realistische technische Planungszahl ist, kann ich Ihnen zurzeit nicht sagen. Zum Thema Internationales, Herr Hüttel, ja, das stimmt. Am Ende wird die Energiewende von technischen Lösungsoptionen abhängen, mit denen wir im internationalen Wettbewerb stehen. Die Chinesen machen Photovoltaikmodule technisch qualitativ genauso gut mittlerweile wie in Deutschland, aber zu ganz anderen Bedingungen. Wenn man das jetzt nicht also zu kleinteilig versucht zu verhindern, indem man über Abwehr von Importen nachdenkt oder indem man über Restriktionen der Vergütung nachdenkt, dann muss man einfach sagen, wenn wir diesen Wettbewerb gewinnen wollen, gibt es zwei Optionen. Entweder man sagt, wir gestalten die Energiewende, egal woher die Produkte kommen. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz im Sinne der politischen Zielsetzung. Ein Teil der Wertschöpfung der Technologieentwicklung sollte ja hier stattfinden. Das heißt, die Haltung, die auch gelegentlich mal ein Politiker wahrscheinlich nicht ganz durchdacht formuliert hat, ob wir die Photovoltaikausbau in Deutschland mit deutschen oder mit chinesischen Modulen machen, ist uns egal. Das ist ja nicht wirklich eine konsensfähige Position, die man zurzeit vertreten kann, würde aber eine Reaktion sein müssen, wenn man diesen Wettbewerb so laufen lässt. Wenn man sich da andere Schwerpunkte setzen möchte, dann muss man die schwierige Frage stellen, welche Form der Industriepolitik haben wir denn bei uns? Wir haben nur eine Anfrage, bislang haben wir nur eine nachfrageorientierte Option und eine angebotsorientierte Option. Die angebotsorientierte Option ist Technologieförderung und die nachfrageorientierte Option ist Marktstimulierung. Und beide haben wir bislang weitgehend ausgereizt. Ja, jetzt muss man sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wir sind gemeinsam gespannt, Herr Biesenbach. Danke Ihnen sehr an der Stelle. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, die verbleibende Zeit, wenn man nicht einbezieht, dass es noch Fragen seitens des Fachpublikums gibt, reicht dann für die verbleibenden Redner auch bequem aus. Ich würde Ihnen als sogenanntes Fachpublikum gerne vorschlagen, dass Sie Ihre Zettel durchaus benutzen, aber um Bemerkungen, Kommentare, Thesen zu notieren, auch Fragen, die dann in die Schlussrunde hier auf dem Podium eingehen können. Damit gebe ich das Wort jetzt der Frau Dr. Zenke. Sie sind Fachanwältin für Verwaltungsrecht von der Sozietät Becker, Büttner und Held, wo Sie Partnerin sind. Und Sie sind nun ganz ausgewiesenerweise Expertin auch für die europäische Dimension dessen, was wir heute diskutiert haben, und für Marktdesign, Beihilfen und so weiter. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt das Wort geben kann. Frau Zenke, bitteschön. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es schon gehört, ich bin Anwältin. Wir nähern uns ja Problemen nochmal auf eine ganz spezielle und andere Weise. Wir sind quasi Gradmesser für Konfliktpotenziale oder Komplexitäten gewisser Entscheidungen. Das heißt, übersetzt ist eine Regelung klar und einfach, gibt es für uns wenig zu tun. Und wenn man dem Volksmund Glauben schenkt, findet man uns auf den Golfplätzen. Wenn etwas uneinsichtig ist, wenn etwas sehr komplex geregelt ist oder vielleicht auch nicht richtig geregelt ist oder zu Fehlinvestitionen führt, dann haben wir viel zu tun, dann krempeln wir die Ärmel auf. Ja, meine Kanzlei ist eine fast lupenreine Energierechtskanzlei. Wir machen Tag ein, Tag aus, nichts anderes.
Vor ungefähr 17 Jahren, das war mein Einstieg in die Energiewelt, da war das alles ziemlich kuschelig. Man kannte sich untereinander, man wusste um alle Probleme, man kannte alle potenziellen Streitigkeiten, ich kannte alle Akten in der Kanzlei, wir waren 4 Anwälte und ein Student, das war ich. Und im Wesentlichen, so mal rückblickend betrachtet, haben wir uns mit Mikrobeben beschäftigt. Dann kam 1998 die Liberalisierung, das war dann ein bisschen Aufregung, Strom und Gas sollten zum Endkunden kommen, möglichst schnell, sollte alles preiswert sein, das wissen Sie alle. Und das hat aber alles nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat, und deswegen gab es dann die Re-Regulierung, das heißt, man beschnitt, oder die Regulierung erstmal, dann wieder eine leichte Re-Regulierung, man beschnitt also die Freiheit zugunsten der Freiheit. Und wenn ich eingangs gesagt habe, dass wir ungefähr mit also einem sehr überschaubaren Rechtsgebiet zurechtkamen, etwa 20 Paragraphen im Energiewirtschaftsgesetz, im Stammgesetz, dann hatte sich das zu diesem Zeitpunkt schon wieder komplett geändert. Wir hatten nämlich, wir haben es mal so überschlägig gerechnet, alleine im Energiewirtschaftsrecht und mit den wichtigsten Verordnungen 550 Paragraphen. Das lässt sich ja schon mal hören. Quasi parallel dazu ist die Anzahl unserer Mitarbeiter gestiegen und unsere Berufsträger. Wir sind jetzt 400 Leute und davon knapp 200 Berufsträger. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich mit Energierecht zu beschäftigen. Das ist ja schrecklich, höre ich gerade von rechts. Tja, so ist es halt. Und mittlerweile ist es so, was wirklich schrecklich ist, wir arbeiten in hochspezialisierten Teams. Das ist an sich nichts Schlimmes. Aber die Teams sind dann auf viele Themen, die heute angesprochen wurden, fokussiert, wie beispielsweise KWK, CO2, Stromsteuer, EEG, alles Einzelteams. Und wir haben Mühe, das alles so zusammenzubekommen. Und das ist ja eins der Grundprobleme, die wir hier auch am Tisch haben, dass irgendjemand noch den Überblick behält. Und ich frage mich immer, das darf ich mal in die Runde geben, wie schaffen Sie das? Sie wollen ja eigentlich nur Kupfer produzieren oder vielleicht mal eine hübsche Anlage bauen. Denn neben dem Energierecht trifft auf Sie noch eine ganze Menge mehr zu. Ein voll integrierter Versorger muss ungefähr 2.000 bis 4.000 Normen kennen. Wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterzieht, also das sind jetzt wirklich Energienormen, dann sind wir schon bei 10.500. Ich gebe zu, da ist ein bisschen Steuerrecht dabei, aber das gehört ja auch dazu. So, und in diese ohnehin sehr komplexe Situation grätschte nun die Energiewende. Und man fragt sich, wie kann das gehen, wie kann das funktionieren? Auf den ersten Blick ist das eigentlich ein ganz überschaubares Rechtsthema. Abschaltung, okay, Eigentumseingriff, gut, Schadenersatzprozesse, naja, werden geführt, ob sie erfolgreich sind, werden wir sehen. Außerdem, zweites unmittelbares Thema ist die Kernbrennstoffsteuer. Auch hier kann man sich drüber streiten, ob das erfolgreich sein wird, aber das wird ja auch vor Gericht gerade ausgetragen. Aber wie im wahren Leben sind die Nachbeben ja die wirklich gefährlichen. Und hiervon haben wir heute ja auch schon sehr, sehr viele identifiziert. Und zwar so viele, dass man auch schon fast Angst bekommt, ob man das alles wieder zusammenbekommt. Ja. Aber ich halte es da mit, also aus gegebenem Anlass mit Toni Polster, der mal gesagt hat, ich bin Optimist, sogar meine Blutgruppe ist positiv, also irgendwie werden wir das schon schaffen. Ja, worum geht es? Was sind die großen beiden Themen, um die wir uns auch immer wieder Gedanken machen? Zum einen geht es um die Versorgungssicherheit in Form der Netzstabilität. Großes Thema auch heute. Hier muss man wirklich ein paar Dinge sagen, die noch im Argen liegen. Also wer heute noch prüft, ob eine Leistung zur Vorhaltung oder zur Abschaltung etwas wert ist, da muss man ganz ehrlich sagen, der hinkt der Zeit hinterher. Der riskiert die Versorgungssicherheit, also da habe ich kein Verständnis für. Und genau das steht ja mit Blick auf Kaltreserveanlagen oder unwirtschaftliche Anlagen im Moment immer wieder auf dem Plan, als noch nicht endgültig geklärt. Zweiter Punkt. Es wurde heute mehrfach von Demand-Response-Systemen gesprochen. Angeblich, so hat man uns berichtet, haben die ein Volumen bis zu 9, jetzt versuche ich es mal mit Grundwissen, GW. Und da ist es so, dass man mal sagen kann, das Gesetz hat nichts dagegen. Gut. Aber das reicht nicht. Das Gesetz, das Recht muss dafür sein. Also hier fehlt etwas, hier fehlen insbesondere die Rahmenbedingungen für Newcomer, für neu in den Markt Eintretende, die zurzeit mehrere hundert Verträge verhandeln müssen, um überhaupt aktiv am Markt zu sein. Eine der anderen Fragen, also meine dritte Frage hier, wer investiert eigentlich in effiziente Netze? War heute auch schon mal ein Thema. Ich würde mal sagen, keiner. Denn die Investition in Netze unter der Anreizregulierung kann nur funktionieren für eingeschwungene Netze, also für eine Typik. Jetzt sind wir aber nicht eingeschwungen, sonst säßen wir ja hier nicht hier, sondern wir haben eine Energiewende gehabt. Das heißt, wir müssen die Anreizregulierung modernisieren, wenn wir überhaupt noch einen Netzausbau vernünftig, also ich sag mal nachvollziehbar, rational nachvollziehbar, auch für den, der investiert, herbeiführen wollen.
vierte Frage, dann höre ich mit dem Thema auch auf, ist in der Tat die Frage von Smart Grids und Smart Meter. Letzteres war heute früh schon Thema. Ich halte von der ganzen Liberalisierung im Smart Meter Bereich nur wenig. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Unsere Nachbarn sind auch teilweise wieder ausgestiegen. Bei den Smart Grids setze ich hier auf zellulare Netze. Aber auch hier muss man sagen, hier muss man ein bisschen was tun und eben gerade auch die lokalen Anbieter, es schwang heute so schön mit, wir brauchen viele kleine Einheiten oder es sollten 100 sein. Die lokalen Anbieter, die muss man mitnehmen, die darf man nicht als Statisten am Rand stehen lassen, sondern man muss ihnen eine relevante Rolle geben, gerade auch beim Netzausbau. So, ein anderes großes Thema, ich bin fast fertig. Bevor Sie ein großes Thema ansprechen, nein, ganz schnell. Ihre Zeit ist schon mehr als abgelaufen. Okay, dann das große Thema, wo man eigentlich sagt, Juristen haben damit nichts zu tun, denn die können nicht rechnen. Das ist das der Strompreise. Und hier ganz zum Schluss eine Bemerkung, die ich mir nicht verkneifen kann, also trotz des androhenden Entzugs von Strom. Wer mit der Beihilfeproblematik kommt und immer wieder droht und sagt, das geht rechtlich alles nicht und das ist nicht erlaubt, die Industrie hier zu unterstützen und da zu unterstützen, bei einer politisch klaren Aussage, man will sie ja unterstützen, der nutzt dieses Argument wie früher vor 50, 60 Jahren die Eltern zu ihrem Kinde, die gesagt haben, da unten im Keller sitzt der schwarze Mann, saß er aber fast nie. Ja, und in dem Zusammenhang viele, viele Beispiele könnten wir hier noch diskutieren, aber dann wird es sehr, 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 sehr detailliert. Das ist ja eines unserer großen Probleme in dem großen Gedankenkomplex von mehr als 10.000 Normen. Und ich darf wieder mit einem Fußballer-Zitat enden, weil eigentlich sind die nämlich ganz schlicht und genial. Otto Rehhagel hat es gesagt, also ab morgen hoffe ich, kann ich noch weitermachen, aber dann irgendwann höre ich auf. Leichte Bälle zu halten ist einfach. Schwierige Bälle zu halten ist immer schwierig. Und genau das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zenke. Wenn ich von Ihrer Zeit sprach, dann meinte ich natürlich nur die Redezeit. Ja, und im Anbetracht dessen, was Sie uns gesagt haben, kommt Ihre Zeit ja erst noch, wenn ich so richtig sehe. Herr Schlögel. Das ist eine schwierige Aufgabe. Also erstens möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für diese doch neue Perspektive der Energiewende. Ich habe früher immer gemeint, die Oberflächenphysik sei ein schwieriges Gebiet. Inzwischen bin ich geheilt davon und habe festgestellt, wie einfach ist doch mein eigenes Fachgebiet. Ich frage Sie nur, bei 10.000 Normen und Regeln beschleicht mich die Frage, brauchen wir die alle? Fragezeichen. Ja, ich bin auch erstmal beeindruckt. Ich glaube, dass wer auch immer die Idee hatte, sie einzuladen, das war genial. Ich kann mich an sich nur dem anschließen. Wie verhält sich denn das, ich bin wirklich nur ein Laie auf dem Gebiet, im europäischen und internationalen Kontext? Sind wir da irgendwo anschlussfähig oder andere an uns? Herr Töpfer spricht, wollte ich nur gerade den Genialitätsverdacht weiterreichen an die Frau Goldammer, die war es gewesen. Okay, Herr Töpfer. Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass in dem Moment, wo man Sie gehört hat, es mehrere gibt, die Sie eingeladen haben. Das Gute dabei. Aber es war der richtige Hinweis, schon völlig richtig. Nein, aber ganz zum Ernst zurück, ist ja etwas, was mich außerordentlich umtreibt, wie man deutsche Politiker sagt. Demand Response. Wo sitzen denn von diesen 10.000 Paragraphen, von denen Sie sprechen, wo sitzen denn da die Stellgrößen? Wie sieht das denn, wenn Sie gesagt haben, für den Newcomer ist das nahezu unmöglich, das zu machen? Geht das in die Richtung, dass wir standardisierte Verträge haben, dass wir rechtliche Regelungen haben, in denen diese festgelegt sind? Ist das damit zu tun, dass man Sammelverträge haben kann? Ich möchte das ganz gerne lernen. Der Kollege von Rewe ist ja noch hier. Wie kriegen wir denn diese Response hin? Also wie können wir es den Newcomern, es war schwierig bei Rewe von Newcomern zu sprechen, aber in diesem Feld ja. Dasselbe beim Smart Grid. Sie haben gesagt, beim Smart Grid kleine Anbieter auch reinbringen. Woran liegt es? Gibt es da Hindernisse oder ist das ein Informationsmangel? Also jetzt von dem, was Sie analytisch wirklich klar herausgearbeitet haben, die Konsequenz, gibt es dort Handlungsnotwendigkeiten, Handlungschancen? Denn das wäre ja für ein Marktdesign von allerhöchster Bedeutung. 9 Gigawatt ist ein Wort. Frau Zenke.
Ja, also die erste Frage war ja, brauchen wir diese Normen alle? Tja, weiß ich nicht. Entscheidend ist immer, dass man weiß, wo es steht oder jemand kennt, den man fragen kann, der weiß, wo es steht, glaube ich. Nein, aber im Ernst, im BGB gibt es ja auch viele Normen, die es schon weit über ihre Zeit geschafft haben und die man immer noch fortexistieren lassen hat. Nichtsdestotrotz denke ich, man sollte wirklich mal konzentriert, gerne auch im Rahmen der Energiewende-Debatte, durch die einzelnen Rechtsnormen gehen und sich anschauen, was ist da sinnvoll, was ist kontraproduktiv, was kann gestrichen werden, was muss abgeändert werden, damit wir eben zum Beispiel Investments bekommen. Also das, wir diskutieren das unter dem Stichwort Roadmap, aber das ist es letztlich auch. Die zweite Frage, haben wir den Kontext an die Nachbarn verloren? Die stellte sich so im ähnlichen Zusammenhang, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wir haben immer noch einen italienischen Mandanten, also nach dem Spiel rede ich wieder mit ihm, und der hat sich vor längerer Zeit hier in Deutschland angesiedelt, und der hat irgendwann mal, kam der mal zu uns und gesagt, was macht ihr hier alles eigentlich? Also wir verstehen es nicht mehr. Also war in einem Objektnetz, also das besondere Problem, auf einmal kam eine EEG-Umlage auf ihn zu, er sollte etwas bezahlen, wo er eigentlich gedacht hat, das kommt nie. Er hat eine Teilbefreiung bekommen für die Zukunft, 2 Jahre zurück, die 3 Jahre davor hat man vergessen. Also man muss ganz ehrlich sagen, also erklärbar war das nicht mehr. Also auch diese Investitionsunsicherheit, also diese Planungsunsicherheit, die man den Unternehmen dort mit an die Hand gibt. Ich muss zugeben, es war mir ein bisschen peinlich, weil ich immer behauptet habe, die Italiener, die übertreiben es immer so mit der etwas burschikoseren Art der Regelung. Aber das haben wir auch teilweise übernommen. Bei allen guten Regeln, die es natürlich auch gibt, aber die Koordinierung, das ist wirklich im Moment das Problem. Ja, und dann sprachen Sie, lieber Professor Töpfer, der das Thema Demand-Response-System nochmal an. Eigentlich trotzdem. Verbinden Sie das nochmal mit den Objektnetzen auch mit einer Antwort? Da muss ich einen ganz großen Wurf machen, um das zu verbinden. Also zum Demand-Response, da muss man sagen, das ist eigentlich relativ leicht umsetzbar, also jetzt auch rechtlich. Also man könnte den Menschen, die das anbieten oder anbieten möchten, einfach helfen. Es gibt ja schon Pilotprojekte, es gibt auch einzelne Projekte, die schon laufen. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist einfach diese Menge an Verträgen, die sich dort aufeinander schichten, also was einfach Zeit bündelt. Das kann man ganz gut erkennen, wenn man mal zurückschaut in die Liberalisierungsanfänge 1998, da war das genauso. Wenn Sie mal die Pioniere da fragen, also die von außen kamen, nicht aus der etablierten Szene, die sind daran teilweise auch verzweifelt. Und das kann man einfach lösen, indem man einen gesetzlichen Standardvertrag etabliert. Sowas gibt es in Deutschland schon für andere Leistungen, wie beispielsweise Bilanzkreisverträge. Damit braucht man dann nicht mehr detailliert verhandeln, wo die Vor- und Nachteile sind oder die einzelnen Usancen bei den jeweiligen Gegenpart abklären. Das würde sehr, sehr viel helfen. Ja, und wenn man dann fragt, Sie sprachen dann nochmal die Smart Grids an, Kapazitätsmärkte war ja auch so ein Thema, oder die Flexibilisierung von Einspeisern oder Abnehmern, klang so ein bisschen durch, man kann ja über alles nachdenken, also rechtlich geht das jetzt, man muss was tun, natürlich, aber es geht mit relativ überschaubaren Mitteln. Also man kann beispielsweise eine Vorgabe geben oder einen Bonus dafür geben, dass derjenige, der eine volatile Anlage koppelt mit einer gewissen Versicherungsleistung, also eine Art Flexibilisierungsprämie oder Deflexibilisierungsprämie, wenn Sie so wollen, dass der dort für einen Anreiz bekommt. Das kann man recht schnell etablieren. Oder es wird viel über Kapazitätsmärkte gesprochen, wobei ich glaube, die Hälfte der Leute sind sich immer noch nicht so ganz einig, was das eigentlich ist. Kapazitätsmarkt ist für mich in erster Linie ein Handelsinstrument, weil ich auch eher aus dem Energiehandel komme. Also ich würde es auch eher als Energiehandelsinstrument sehen. Das EWI hat so ein bisschen schon Vorschläge gemacht, also die kann man gut weiterentwickeln. Man setzt wieder ein neues System auf, das weiß ich, und man schafft wieder einen neuen Markt und es wird wieder neue Probleme geben. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass wir den Überblick versuchen, also ich kann nicht mal sagen zu behalten, sondern ihn zu bekommen, mit dem, was hier so Stück für Stück eigentlich angerichtet wird. Ich grübel immer noch, wie ich den Schwung jetzt hinbekomme, zu den Objektnetzen. Mir fällt nicht so richtig was ein, außer dass die, die in Objektnetzen ansässig sind, sicherlich auch ein großes Interesse daran haben, hier zu flexibilisieren und natürlich, Ihr Beispiel war ja mehr als präsent, regelmäßig Strom zu bekommen. Vielen Dank, Frau Zenke.
Als Nächsten haben wir den Herrn Ziesink hier. Vielen Dank, dass Sie es ermöglicht haben zu kommen. Er weiß, was ich damit meine. Herr Ziesink war früher im DIW. Er ist seit über 20 Jahren Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen und seit kurzem auch vom BMW und dem BMU gemeinsam beauftragt, als einer von vier Experten, die die Monitoring-Kommission zur Energiewende, Energiesysteme der Zukunft heißt sie, glaube ich, mitmachen. Herr Ziesink, bitteschön. Vielen Dank. Ich überlege jetzt, was mir eigentlich noch zu sagen bleibt. Da ich aber auch so ein Mensch bin, der viel mit Daten zu tun hat, werde ich Sie mit ein paar Daten vielleicht auch belästigen. Wobei es mir, das sage ich ganz offen, in erster Linie nicht darum geht, dass ich mich anschließe an die Diskussion um die Netze und welche Probleme wir haben. Da ist so viel Kompetenz ist gesagt worden, dass ich als Ökonom technisch sowieso nichts Kompetentes dazu beitragen kann. Worum es mir eigentlich geht, ist nicht die Frage zu stellen, dass wir noch Netze brauchen und einen Netzausbau und all dieses benötigen. Ich glaube, das ist weitgehend unstrittig. Aber es ist natürlich schon eine Frage nach der Dimensionierung von all dem. Und deshalb würde ich mich ganz gerne so kurz jedenfalls, wie es in den 5 Minuten geht, auch der Frage widmen, was wir eigentlich auf der Nachfrageseite hier zu tun beabsichtigen. Immerhin muss man ja feststellen, dass die Energiewende auch ein paar Ziele hat, die die Stromnachfrage direkt betreffen. Das betrifft insgesamt eine Differenz von ungefähr 160 Milliarden Kilowattstunden, die bis 2050 eingespart werden sollen. Jetzt können Sie mal mit einer mittleren Ausnutzungsdauer von irgendwas von 3.000, 4.000 Stunden rechnen oder so etwas. Das heißt, wenn Sie dieses Potenzial erschließen, könnten Sie potenziell um die 30, 40, 50 1.000 Megawattstunden sich an Leistung einsparen und einhandeln. Das heißt, das ist also eine Übung, die durchaus auch Auswirkungen haben dürfte auf die Netze, was die Dimensionierung vom Volumen her betrifft, aber natürlich genauso gut auch auf die Kraftwerkskapazitäten. Wenn man sich dann überlegt, wo wir stehen im Moment, muss man feststellen, der Stromsektor wächst nach wie vor, zwar mit deutlich schwächeren Zuwachsraten, aber hier ist noch keine Tendenz in Richtung des Minus zu sehen. Das muss man, glaube ich, auch feststellen. Wir hatten es im letzten Jahr, ging es mal ein bisschen zurück, aber das hat vielfältige Gründe gehabt. Also da gibt es noch eine Tendenz, die sich ändern muss. Was das konkret bedeutet, das kann man im Detail erklären, ist, wir haben eine Stromeffizienz, wenn man die mal so gesamtwirtschaftlich nimmt, die wächst irgendwo in den vergangenen 20 Jahren um 0,6, 0,7%. Wenn Sie das ganze Zielsystem in der Energiewende erreichen wollen, der 25% Minderung nur bis 2050, müssen die Energieeffizienz pro Jahr mindestens verdoppeln, um dahin zu kommen. Es gibt aus meiner Sicht keinen Zweifel daran, dass das möglich ist. Zweifel bestehen allerdings nur, ob wir die richtigen Instrumentarien dazu anwenden. Denn Deutschland hat, ich hoffe, kein Ministeriumsvertreter nimmt es mir übel, hat bisher keine Stromeffizienzpolitik gemacht. Das heißt, daran fehlt es noch ausdrücklich hier. Das ist ein Punkt, der Sorge macht, dass wir dorthin kommen. Der andere Punkt ist, da komme ich auch doch gerne drauf zurück, ein bisschen die Frage der Kapazitätsmärkte. Das ist keine kurzfristige Frage. Ich glaube, das muss man auch sehen. Wir haben genügend Kapazitäten im Moment. Es gibt Friktionen an der einen oder anderen Stelle. Aber wir haben genügend und das dürfte auch noch sein, wenn ich noch die in Bau befindlichen Anlagen nehme, kommen wir damit schon zurecht. Nur wir werden möglicherweise auf mittlere Sicht etwas haben. Und wir haben 3 Punkte, die für die Sorge sprechen. Der erste Punkt ist, mit den Erneuerbaren, so sehr ich sie warmherzig begrüße, geht die Ausnutzungsdauer der konventionellen Anlagen zurück. Damit verschlechtert sich tendenziell deren Wirtschaftlichkeit. Die Preisspitzen werden oft gebrochen. Das heißt, dass man am Peak nicht mehr sehr viel verdienen kann, was auch schwierig wird. Und dann haben wir insgesamt, wenn man sich jetzt mal die Futures anguckt, einen durchaus sehr deutlichen Verfall der Preise. Wir haben übrigens einen sehr gespaltenen Preismarkt. Bei den Tarifabnehmern spielt sich dies alles noch überhaupt nicht ab, was sich auf dem Großhandelsmarkt tut. Wir haben dort generell noch starke, mehr oder weniger starke Preiseinstiege auch beim Strom. Aber wir haben für die, die für die Kraftwerksentscheidung verantwortlich sind, haben wir Signale, die dazu führen, dass schlichtweg nicht investiert wird im Moment. Das halten wir noch ein bisschen aus. Deshalb würde ich auch zustimmen, wenn gesagt wird, wir müssen jetzt nicht sofort krampfhaft etwas machen. Aber wir müssen jetzt wirklich beginnen, uns ein Design auszudenken, das dem, was Herr Töpfer sagte,
der Kilowatt auch einen Preis gibt und nicht der Kilowattstunde. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Instrument, und dafür ein gescheites Design zu bringen. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit dazu, das zu machen, aber der Mühe müssen wir uns, glaube ich, schon unterziehen, um das zu tun. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, dass wir die Struktur, ich komme kurz darauf zurück, weil der Nitschke das angesprochen hat, fast 50% unseres Stromverbrauchs geht an die Industrie. Das heißt, dort haben wir schon einen Bereich, bei dem wir schon die eine oder andere Sorge haben können, wie wir damit zurechtkommen. Damit spreche ich überhaupt gar nicht für alle möglichen Befreiungen und Kompensationen, aber man muss es einfach zur Kenntnis nehmen. Ein Punkt berührt mich noch, und ich fürchte, die Zeit, die eilt ja so, deshalb rede ich auch schon immer schneller. Das ist die Komplexität des Systems, denn wir haben es ja nicht nur mit der energiewirtschaftlichen Infrastruktur zu tun. Wenn ich mir das Ziel nehme, 80% soll der Raumwärmebereich zurückgehen. Wenn ich das Ziel nehme, dass 80% des Stroms erneuerbar erzeugt werden soll, dürfen also noch 20% Strom fossil erzeugt werden. Wenn das Ganze durch Gas gemacht wird und wir eine 95%ige Reduktion der Treibhausgasemissionen haben wollen, dürfen wir nur noch 60 Millionen Tonnen emittieren. Wir sind heute in der Größenordnung von 900 Millionen Tonnen. Dann frisst das Gas alleine, um den Strom, die 20% zu decken, schon die Hälfte dieser zulässigen Emissionen. Dann haben Sie noch 30 Millionen Tonnen übrig. Da können sich alle anderen Fossilen drum kümmern, wenn Sie wollen. Aber mehr ist da nicht mehr drin. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, Sie haben für das Gas, ja, immerhin auch eine leitungsgebundene Energieträger, haben Sie in Zukunft, wenn es denn nicht Power to Gas und all diese Substitute gäbe, haben Sie natürlich auf einmal eine Infrastruktur vorhanden, die für nichts mehr Nutze ist. Das heißt nur noch für relativ beschränkte Absatzmengen. Mal abgesehen davon, dass Sie auch gar keine Infrastruktur mehr fürs Öl brauchen, weil Sie gar kein Öl mehr einsetzen dürfen, wenn das 95%-Ziel auch zutrifft. Das heißt, Sie kommen insgesamt in eine Situation hinein, wo sich die gesamte energiewirtschaftliche Infrastruktur, nicht nur jene, die das Netz gerade betrifft, ändern wird in Zukunft. Das Einzige, was dann dort Bestand hat, ist die, sagen wir mal, die Stromseite. Die wird noch ihre Erzeugungsinfrastruktur haben. Die wird auch eine Netzinfrastruktur brauchen. Aber für alle anderen Energieträger wird es schwierig. Im Übrigen auch für die von mir sehr warmherzig geförderte Kraft-Wärme-Kopplung. Da ist auch die Frage, wo bleibt die Fernwärme mit ihrer Infrastruktur? Das heißt, wir geraten in ein paar Probleme hinein, die wir frühzeitig auch klären sollten. Und ich möchte abschließend vielleicht einen Satz sagen. Das Energiekonzept der Bundesregierung, das uns all die Ziele vorgibt, als Nebenbemerkung würde ich auch sagen, manchmal wäre es schön, wenn man schon Maßnahmen zu den Zielen nennen würde, könnte zumindest hilfreich sein. Aber immerhin, man darf nicht übersehen, dass all das, was dort drinsteht an Zielen, nahezu deckungsgleich entnommen worden ist. Der Studie vom Prognos- und Energiewirtschaftsinstitut der Universität Köln, als sie die Szenarien für das Energiekonzept gebastelt hatten. Das heißt, dort sind schon Wege vorgeschlagen worden, sodass man eigentlich schon ein Drehbuch zur Hand hatte, um diese Energiewende dann auch, sagen wir, zu instrumentieren. Und da würde ich auch sagen, da fehlt es noch. Und ein allerletzter Satz, es gibt noch zwei wichtige, nicht unbedingt den Infrastrukturbegriff treffen, den wir heute diskutieren, zwei zentrale Bereiche für das Gelingen der Energiewende. Das ist der Gebäudebereich und der Verkehrssektor, über den überhaupt nicht gesprochen worden ist. In dem steckt viel mehr Musik. Ich fürchte beinahe mehr Musik noch drin als in der Netzproblematik, wenn es um das Erreichen der Energiewende geht. Und damit lasse ich es. Vielen Dank, Herr Ziesing. Sie haben das Thema Energiewende jetzt sozusagen langgezogen bis in das Jahr 2050, zu Recht. Üblicherweise, wenn man sich auf den Bericht der Ethikkommission bezieht, ist es die Energiewende, die zum Ausstieg aus der Kernenergie führt und dann etwas kürzer ist. Aber man muss diese lange Sicht ja sehen. Deswegen ist ja auch bei Ihnen vorhin schon Stichwort Kapazitätsmärkte und Infrastrukturen dieses lange Sicht auch schon eingeführt. Und wir haben oder ich entnehme Ihrer Darstellung, wie recht wir hatten, dieses zweite Thema heute unter das Stichwort Infrastrukturen zu stellen. Denn das haben Sie uns einleuchtend vorgerechnet, dass da Dinge nicht stimmen. Herr Schlögel. Da möchte ich auch gleich anschließen. Man kann auf der einen Seite feststellen, dass das nicht stimmt. Das haben Sie klar gezeigt. Und daraus gibt es zwei Schlüsse zu ziehen. Entweder stimmen die Ziele nicht, oder wir brauchen noch andere Instrumente. Meine Frage ist, sind die Ziele wirklich sinnvoll? Wir dürfen sie nicht kritisieren, weil sie politisch gesetzt sind, aber Sie können ja mal eine Expertenmeinung zu der Sinnhaftigkeit der Zielsetzung geben. Ja, ich war jetzt vor kurzem in China gewesen und habe gelernt, dass
die CO2-Emissionen, die China jedes Jahr dazu bekommt im Sinne der Emission, etwa das ist, was wir jährlich emittieren. Also wenn wir auf Null schalten würden, würde das ein Jahr an Zuwachs bedeuten in China. Und wir wissen alle, und das ist ja nun wirklich auch gesicherter Stand des Wissens, dass das ein Problem ist, dass andererseits aber dieses Problem auch nur global gelöst werden kann. Es macht keinen Sinn, wenn Deutschland das versucht, alleine zu lösen, weil es einfach nicht lösbar ist. Also ich glaube, solche Erkenntnisse aus der Forschung und Wissenschaft, die ja aber auch schon länger gegeben sind, die muss man schon bei der Zieldiskussion auch immer wieder mal reflektieren. Genauso wie die Frage eben, wie ist es mit der Rohstoffknappheit wirklich und wie ist die Situation einzuordnen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man das auch mal so klar benennt, wie Sie das jetzt getan haben, um daraus die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen oder eben auch Instrumente oder Kontexte zu verändern. Und da würde mich mal aus Ihrer langjährigen Beobachtung eben auch ökonomischer Entwicklungen interessieren, wie Sie das einschätzen, wie Sie sozusagen eine Festlegung aus dem Jahre, was weiß ich, 2005 für 2050 einschätzen. Wir haben ja heute viel über einerseits Komplexität, Flexibilität, auf der anderen Seite aber auch Planungssicherheit gesprochen. Wie sollen wir in einer solchen Diskussion, wie wir sie heute führen, dialogisch, um dann doch Ableitungen zu treffen, die einigermaßen die Realität versuchen zu beschreiben, aber natürlich auch Ziele zu erreichen. Wie gehen wir damit um? Ich würde gern Herr Ziesinger mal ganz konkret nachfragen. Gibt es aus Ihrer Sicht Maßnahmen, die wir als sogenannte No Regret treffen können? Thema Netzausbauplan. Wir haben vorhin von den beiden Herren Birnbaum und Herrn Wulff gehört, einverstanden mit dem Netzausbauplan, also jetzt mal cum grano salis. Während der Nitschke sagte, 4000 Kilometer ist zu viel. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich will auch gar nicht allzu viel hinzufügen. Eins ist immer wieder, was ein bisschen durcheinander geht, Energiewende oder Stromerzeugungswende. Was wir gemacht haben, war mehr eine Stromerzeugungswende. Für 24% der Stromerzeugung eine andere durch Effizienz oder durch andere Energieerzeugungstechniken Ersatz zu finden. Dies nur auf die Energieerzeugungswende, Stromerzeugungswende zu ist natürlich deswegen schlecht, weil du damit ganz viel schneller in die CO2-Falle fällst. Denn die CO2-Einsparungsmöglichkeiten werden wir gerade im Wärme- und Mobilitätsmarkt in besonderer Weise weiter haben können. Insofern ist es klug, das zu ergänzen. Das mal vorweggeschickt. Ein Stück haben sich natürlich auch auf die Stromerzeugungswende bezogen, weil Sie gesagt haben, die Kapazitätsmärkte brauchen wir nicht so schnell nicht. Kapazitäten haben wir genug. Gleichzeitig bedauern wir, dass wir die Anreizfaktoren nicht haben, die jetzt zu Kapazitäten etwa zum Bau von Gaskraftwerken führen. Wie kriegen wir denn das zusammen? Und ein letztes, weil ich das bei Herrn Nitschke schon gefragt hatte, will ich es hier nochmal aufgreifen. Bisher haben wir eigentlich nur Monoanbieter. Die haben ihre Solarzellen, die Absätze sind gesichert, alles in Ordnung. Jetzt gehen wir einmal daran und ändern das. Und Sie haben gesagt, die KWK läge Ihnen warm am Herzen. Und dann müssen wir wissen, wo wir mit der Wärme hingehen, wenn wir immer besser isolieren. Wie geht denn die Entwicklung weiter bei KWK, dass sie mehr stromgesteuert sind als wärmegesteuert in der Vergangenheit? Herr Reiner, vielleicht nur als Vorbemerkung meine Antworten. Ich wäre total missverstanden, wenn ich auf einmal ein Plädoyer gehalten hätte, dafür von den Zielen abzugehen. Es gibt viele vernünftige Gründe, die auch im Rahmen des Tages auch schon genannt worden sind, weshalb die sinnvoll sind. Das betrifft im Übrigen auch das Treibhausgasemissionsminderungsziel, das langfristige. Ich glaube, wenn es ein zentrales Ziel gibt, bei dem die Problematik global, würde ich sofort mit Ihnen übereinstimmen,
existiert. Das ist gar keine Frage. Nur, ich meine, man darf im Übrigen eins ja nicht übersehen. Es gibt seit spätestens 2007 regelmäßige Beschlüsse, nun mag man davon halten, was man will, des Europäischen Rates darüber, dass genau diese Ziele europaweit realisiert werden sollen bis 2050. Also insofern gibt es da kein Problem. Ich würde mich auch auf das beziehen, was heute Morgen, glaube ich, gesagt worden ist, dass in dieser Gesellschaft über die Ziele, und das meint nicht nur das 2020 oder 2022 Ziel, sondern das langfristige Ziel auch bis 2050 im Grunde kein Dissens besteht. Und ich würde auch sagen, auch ich habe keinen Dissens zu dem Ziel. Das, was ich auch schon seit vielen Jahren relativ regelmäßig mache, ist darauf hinzuweisen, dass noch Handlungsbedarf besteht, wenn man diese Ziele erreichen will. Das ist der Hauptpunkt, nicht? Und deshalb habe ich auch noch den Hinweis gebracht auf die Szenarien. Da steht nämlich auch sehr viel drin, was zur Realisierung der einzelnen Elemente denn auch noch notwendig wäre. Und das betrifft jetzt sicherlich nicht nur sehr isoliert das eine oder andere Instrument. Natürlich für mich auch ist ein Basisinstrument der Emissionshandel, der jetzt aus vielerlei Gründen ein etwas gespaltenes Schicksal erlitten hat. Und wenn es nicht zuletzt auch noch die ökonomische Krise 2008, 2009 war, die ausgesprochen hoch viele Emissionsvolumen hat oder Zertifikate produziert hat, die jetzt einfach frei vagabundieren. Das ist aber ein ganz zentrales und Basisinstrument, das wir haben. Aber daneben haben wir natürlich noch auch Ordnungsrecht in vielerlei Hinsicht und Anreizsystem. Also wir haben eine ganze Palette im Grunde zur Verfügung, die eingesetzt werden muss. Und man kann sehr gespannt sein, was im Gebäudebereich etwa auch über Energieeinsparverordnung oder Ähnliches geschieht, nicht nur für den Neubau, sondern auch für den Bestand im Neubaubereich. Aber das Ziel ist ja wohl, und das ist ja auch nicht unvernünftig, ein klimaneutraler Gebäudebestand, was schwierig genug zu erreichen sein wird. Also das sind eher Punkte, bei denen ich möchte, dass man darauf hinweist, es gibt dort noch entscheidenden Handlungsbedarf, den wir machen müssen. Und das sind ja langfristige Investitionen, die vorgenommen werden müssen, wenn wir bis 2050 was erreichen wollen, gerade bei so langlebigen Investitionsgütern. Da müssen wir heute langsam anfangen, um das zu tun und nicht erst abwarten bis 2040. Das heißt, da ist auch unmittelbarer Handlungsbedarf gegeben. Kurz und gut, die Ziele halte ich nach wie vor für sinnvoll. Ich halte sie auch für erreichbar, nach all dem ich war selbst glücklich an Projekten beteiligt zu sein, die versucht haben, das zu beschreiben, wie man das machen kann. Und das, auf dem Papier geht es natürlich immer leichter als in der Realität. Einen Punkt würde ich gerne dazwischen einflechten. Was ja durchaus typisch ist für diese Gesellschaft, die einen Konsens über die Instrumente hat, ist, dass wir noch keinen Konsens über die Maßnahmen haben. Was spätestens immer dann zum Vorschein kommt, wenn eine Maßnahme, sagen wir mal, im Referentenentwurf auf einmal in die Diskussion kommt, schon mobilisieren sich natürlich alle Widerstandsgruppen gegen dieses Instrument. Ich meine, wir haben das Instrumentenhopping oder die Gegnerschaft zu Instrumenten haben wir gehabt, vor der CO2-Steuer, die abgelehnt worden ist, dann haben wir ein bisschen Energiesteuer auf EU-Ebene gehabt, dann haben wir einen Emissionshandel, den Deutschland sehr lange gewettert hat, der dann glücklicherweise doch gekommen ist. Also wir haben das instrumentale Problem dann eher bei der Umsetzung. Die China-Frage habe ich implizit beantwortet. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass natürlich ohne China nichts läuft. Nur muss man sehen, in China selbst bewegt sich außerordentlich viel. Abgesehen davon, dass jetzt erstmal die ganzen, wenn man will, experimentellen Emissionshandelssysteme eingeführt werden, auch im Bereich der erneuerbaren Energien wird Immenses getan. Das heißt, dort bewegt sich vieles und das Problembewusstsein ist relativ groß. Es wird gerade sehr vieles, ich würde mal sagen, gegen die energieintensive Industrie, sehr ausdrücklich getan. Nicht? Also da passiert schon sehr viel, dass das noch nicht das Problem löst, da würde ich denn auch zugeben. No-Regret-Maßnahmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt ganz viele No-Regret-Maßnahmen im Einsparbereich, die man ergreifen kann, auch im ordnungspolitischen Bereich, ob das den Gebäudebereich betrifft und vieles andere mehr. Es betrifft, glaube ich, auch den Netzausbau. Ich glaube, man muss vielleicht auch ein bisschen, ich würde sagen, aber das ist vielleicht mein schrecklicher Pragmatismus. Man muss vielleicht manchmal auch ein bisschen etwas in Kauf nehmen, bei dem man noch nicht so ganz sicher sein kann, ob das wirklich auch auf lange Sicht trägt. Was man heute weiß, auf lange Sicht trägt klimaschutzpolitisch nicht, wenn wir noch neue Kohlekraftwerke zubauen werden. Das verträgt sich nicht mit dem Ziel, wenn wir das Ziel ernst nehmen. Das ist gesichert bei manchen Dingen. Ich würde sagen, beim Netzausbau wäre ich viel, viel pragmatischer, um sicherzustellen, dass wir nicht noch weiteres Schereklaffen haben, auch zwischen Erneuerbaren und
den, sagen wir, den auch flexibel einsetzbaren Kraftwerkskapazitäten. Dankeschön, Herr Ziesing. Nein, ein Satz noch. Kapazitäten, mein meinen Sie einen Satz mit einem Anfang und einem Ende? Ja, und gut. Zwar ohne Punkt und Komma. Ja. Was ich zu den Kapazitätsmärkten meine, ist, es ist kein kurzfristiges Ding, dass das jetzt dieses Jahr schon beschlossen werden muss, weil wir haben noch 2-3 Jahre Zeit, aber dann muss es geschehen. Insofern haben wir so viel Zeit noch zum Überlegen und Nachdenken, wobei das Nachdenken auch bezahlt werden muss, davon abgesehen. Und KWK brauchen wir eine Übergangsstrategie. Dass sie für eine Übergangszeit zentrale Bedeutung haben wird, würde ich nie in Frage stellen. Herzlichen Dank, Herr Ziesing. Christoph Balz hat vor 20 Jahren Germanwatch mitgegründet. Damals gab es das Wort Nachhaltigkeit noch nicht so, aber man hätte es ja fast schon nennen können. Für sozial ausgewogene Politik, ökologische verantwortbare Politik und ökonomisch auch noch tragfähige Entwicklung in der Welt. Und seither sind Sie klimapolitisch unterwegs, sind jetzt politischer Geschäftsführer von Germanwatch und Sie haben das Wort, Herr Balz. Ja, herzlichen Dank, Herr Bachmann, auch für die Einladung. Also noch eine Perspektive zum Schluss, wo ich aus dem der besonderen Spannungsverhältnis zwischen der NGO und Infrastrukturprojekten hier auf die Fragestellungen draufschauen will. Mit der Energiewende, und zunächst eine Vorbemerkung, mit der Energiewende bewegen wir uns in eine Phase der gesellschaftlichen Transformation, die auch für uns als NGOs eine Herausforderung darstellt für unser Rollenverständnis, wo wir vom Modus in erster Linie zu protestieren, auch auf einen zweiten Modus, nämlich gesellschaftlichen Wandel mitzuorganisieren, noch verstärkt umstellen müssen. Haben wir beides schon immer gemacht, aber die Prioritäten verschieben sich dadurch ein Stück weit. Und wir haben ja schon gehört von Frau Buchholz, dass wir in der Phase der Pubertät sind. Von dem her sei es erlaubt, dann auch nochmal die Frage zu stellen, wohin soll das Ganze denn führen? Und für uns ist eben zentral, dass die Klimaziele bis 2050 tatsächlich erreicht werden, dass die Ausbauziele für erneuerbare Energien bis 2050 zu einem praktisch erneuerbaren Energiesystem tatsächlich erreicht werden. Das ist für uns die Grundlage, dass wir dann praktisch ein Energiesystem haben, was erwachsen ist und bereit ist, die Konsequenzen seines Handelns, wie das Erwachsene nun mal tun, auch zu verantworten. Und dann zu drei Thesen. Was uns dafür wichtig ist, um diese Rolle zu spielen als NGOs, zumindest aus Sicht von Germanwatch. Erstens, Transparenz und ernsthafte Partizipation, und zwar speziell in der frühen Phase der Investitionsplanung, sind Grundvoraussetzungen dafür, dass wir eine konstruktive Rolle spielen können, gerade auch in der Debatte um den Netzausbau. Zweitens, stellen Sie sich vor, ich gehe in, was ich inzwischen immer häufiger mache, vor Ort in Bürgerversammlungen und gehen die Debatte ein, dass ein Netzausbau notwendig ist. Eine Grundlage dafür ist, dass ich zeigen kann, dass dieser Netzausbau tatsächlich notwendig ist, um die erneuerbaren Energienziele und Klimaziele, die wir als gesellschaftliche Ziele uns gesetzt haben, erreichen zu können. Dazu gibt es und dazu jetzt dann einige Punkte, die für den Forschungsbedarf und Klärungsbedarf in meinen Augen notwendig sind. Im Moment noch einige fehlende belastbare Aussagen. Erstens zur Rolle und Relevanz der diversen, nicht immer kohärenten Planungen auf kommunaler, Länderebene, nationaler Ebene und EU-Ebene im erneuerbaren Energienausbau und was das für den Netzausbau bedeutet. Zweitens zur Bedeutung eines starken dezentralen Ausbaus erneuerbarer Energien und des Nachfragemanagements und damit verbunden zur Priorisierung dieses Ausbaus in bestimmten Regionen Deutschlands und was dafür die Konsequenzen des Netzausbaus sind. Drittens zur Relevanz einer Power-to-Gas-Strategie und dem Zugang zu Stromspeichern, auch international, wie jetzt zum Beispiel in Bezug auf Norwegen oder wie es mit der Schweiz diskutiert wird, und welchen Konsequenzen das für den Netzausbau hat.
Und viertens zur Relevanz neuer technischer oder technologischer Entwicklungen im Leitungsbau, die möglicherweise auch weniger Netzausbau notwendig machen dabei. Solange diese Fragen einerseits für die Forschung und andererseits für den politischen Prozess nicht, im politischen Prozess nicht geklärt sind, ist es ganz schwierig, überzeugend für mich in einer solchen Bürgerversammlung die Frage zu beantworten, ja, dieser Netzausbau hier ist tatsächlich notwendig. Wenn man das jetzt mal kurz auf den Netzentwicklungsplan auch noch bezieht, da ist vieles durch verbessert worden in der Planung gegenüber dem, was wir noch vor zwei Jahren, vor einem Jahr dabei im Planungsprozess gesehen haben. Wir freuen uns auch, dass wir beteiligt worden sind bei der Diskussion über die Szenarien. Für uns ist sehr kompliziert und schwierig dabei, dass eins der Szenarien nicht geeignet ist, die notwendigen erneuerbaren Ziele und Klimaziele zu erreichen, das zugrunde gelegt wird, was für uns die Argumentation, wenn wir dafür Akzeptanz mitschaffen wollen, sehr schwierig macht. Zweitens, dann die Frage, wie geht man jetzt vor? Da werden ja diese großen Zahlen, wie viel tausend Kilometer notwendig sind an Netzausbau, vor sich hergetragen. Für uns ist die pragmatische Vorgehensweise jetzt zu schauen, was ist die Schnittmenge zwischen den drei verschiedenen Szenarien und diese Schnittmenge zu priorisieren, damit man was hat, wo man anfangen kann, wo diese anderen Fragen, die ich eben aufgerissen habe, geklärt werden in dieser Zeit. Und dass man innerhalb dieser Schnittmenge dann nochmal eine Priorisierung vornimmt und nach diesem Nachdenkprozess, wie Herr Birnbaum das vorgeschlagen hat, dann, wie Frau Buchholz gesagt hat, wie anfangen. Und die dritte These von mir oder Überlegung, für uns als NGOs heißt das auch, ungewöhnliche Partnerschaften mit einzugehen, um diese Energiewende auch im Netzausbau mit voranzutreiben. Am 10. November 2011 haben wir mit der, die wir auch vorher mit gegründet haben, in der European Grid Declaration von der European Renewable Grid Initiative mit 29 Unterzeichnern, das sind einerseits Netzbetreiber, andererseits NGOs, ein paar andere Akteure noch, eine Deklaration gemeinsam abgestimmt, die die Vereinbarkeit von Naturschutz und Netzbau im Fokus hat dabei. Sehr wichtig dabei, dass zum Beispiel die Beibehaltung und Implementierung der Birds- und Habitat-Direktive festgehalten wird, wie wichtig die für die Akzeptanz ist, gemeinsam von Netzbetreibern und NGOs. Und deswegen haben wir auch gemeinsam, als unser Bundeswirtschaftsminister kürzlich genau dies in Frage gestellt hat und gesagt hat, ob hier nicht Aufweichungen vorgenommen werden müssten, eine gemeinsame Stellungnahme dazu gemacht. Ich werde sie kurz mal vorlesen, den zentralen Satz. There is no contradiction between... Herr Balz, das ist der letzte Satz dann. Ja, Sie wissen ja, mit Vorlesen ist immer so eine Sache. Ich wollte Sie nur daran erinnern, die Zeit geht zu Ende oder ist schon zu Ende. Und Sie sollten das, was Sie jetzt besonders hervorheben wollen, einfach in Ihren Worten hervorheben, gerne auch vorlesen. Aber ich wollte Sie darauf hinweisen, dass es dann das Letzte ist. Ich fand es bemerkenswert, dass wir mit den Netzbetreibern gemeinsam das Bundeswirtschaftsministerium daran erinnert haben, dass es keinen Widerspruch gibt, die entsprechende gesetzliche Bestimmung aufrechtzuerhalten, sondern dass es im Gegensatz wichtig ist, um Akzeptanz zu schaffen dafür, dass wir hier nicht manchmal voreilige Schlüsse ziehen sollten, wie Dinge beschleunigt werden können. Vielen Dank, Herr Balz. Ich wollte das nur deutlich herausarbeiten, dass das genau das ist, was wir mit Gemeinschaftswerk damals aufgeschrieben haben, neues Rollenverständnis und auch eine politische Botschaft dabei. Und das haben Sie in besonderer Weise und vielen Dank dafür deutlich gemacht. Fragerunde, Herr Schlögl. Sie haben uns sehr deutlich Probleme des Netzausbaus geschildert und, glaube ich, auch klar gemacht, dass es nicht so klar ist, dass es eine No-Regret-Maßnahme ist, alle 4.000 Kilometer so zu bauen, wie sie im Plan stehen. Ihre Organisation sieht aber sicher noch andere wesentliche Handlungsschwerpunkte der Energiewende jetzt. Also Sie haben sich sehr auf das Netzausbauthema fokussiert. Glauben Sie, dass das das zentrale Thema der Energiewende ist oder was gehört da noch dazu?
Nein, ich hatte jetzt hier die zweite Sektion. Achso, versammeln wir erst. Also ich habe eigentlich nur eine kleine Anmerkung oder Frage. Ich finde diese neue Form von Allianzen, die jetzt gebildet werden, um eben bestimmte Fragen gemeinsam auch zu klären, wirklich bemerkenswert. Würde aber doch noch mal nachfassen. Also ich war damals beteiligt an dem Bundesbodenschutzgesetz beziehungsweise in der Novelle, und da war mal so eine Frage, da wollten ein paar Landwirte, wollten da irgendwelche Schuppen bauen, um da Geräte unterzubringen, dass sie nicht immer hin und her fahren müssen. Das war damals eine absolut nicht vorstellbare Dimension der Bodenbelastung. Und heute, wenn ich sehe, was da so passiert, in besten Böden, was da aufgestellt wird. Also ich verstehe das und ich bin auch dafür. Ich habe mich damals nur gewundert, wie restriktiv das gesehen wurde. Mich würde einfach wirklich interessieren, ob das, Sie haben das jetzt so konsensual dargestellt, ob das wirklich so ist oder ob es da nach wie vor doch Vorbehalte gibt oder ob man einfach auf dem Stand ausgehen kann, das ist auch, wie auch immer, mit bis zu 4.000 Kilometer dann auch so akzeptiert. Ja, erst einmal würde ich gerne den Satz hören, den Sie vorlesen wollten. Wenn Sie den nochmal nachliefern, wäre das ganz hilfreich. Das war nicht eine Kritik an dem Moderator, sondern nur ein neues Interesse. Was mir auch mal wieder in der Fortführung der Frage von Herrn Schlögel vormacht, ist es so, dass die Hauptbelastung für die NGOs in der Netzfrage steht? Wo gehen die Nächsten damit hin? Wir haben ja Greenpeace auch noch da. Und wie geht das eigentlich ein in eine Organisation? Und das unterscheidet ja den NABU etwas von Greenpeace oder anderen, die nun wirklich im Regionalen verankert sind. Sie haben überall ihre Ortsgruppen, ihre Kreisverbände und so weiter. Und ich weiß nicht, wie viele 100.000 Mitglieder haben Sie? Naja, richtig. Von German Watch ist. Ja, so, das wollte ich nur dazu gesagt haben. Wenn wir das also alles sehen, wie weit geht denn das? Wir sehen, dass auf der anderen Seite so etwas, was WWF gemacht hat, gegenwärtig massivst in der Kritik ist. Sehen Sie diese Besorgnis? Ist das eine Determinante der NGO-Politik, dass Sie sich vorsehen müssen, nicht Kredibilität zu verlieren, deswegen, weil sie kooperativ werden? Und was kann man denn dazu tun, dass das nicht eintritt? Herr Balz. Gut. Erstens, ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass die 4.000 Kilometer alle eine No-Regret-Maßnahme sind, sondern das wollen wir eben genau prüfen. Deswegen habe ich den Forschungsbedarf, ja, Fragebedarf aufgeworfen, um zu sehen, was davon ist es. Ich kann aber keine Zahl jetzt nennen, wie viel ist es. Wir sehen auf jeden Fall erheblichen Ausbaubedarf. Zweitens, ich hatte jetzt mich auf die Netze konzentriert, weil in dem zweiten Bereich hier die Infrastruktur im Zentrum gestanden hatte von der Fragestellung. Nicht, weil es das einzige Thema für uns ist, das uns im Bereich der Energiewende interessiert. Wir sind sehr stark interessiert an der Rolle der Energiewende für die internationale Debatte. Wir sehen, ich komme gerade aus Rio zurück, vorgestern, wir sehen, wie viele Akteure in China, in Mexiko, in Brasilien, in Indien nachfragen, was ist das denn mit der Energiewende und wird das ein Erfolg oder scheitert das? Und wenn es ein Erfolg wird, wird das, wenn ein großes Industrieland geboren aus Kohle und Stahl das zum Erfolg macht, wird das Referenzprojekt international. Wenn es zum Scheitern führt, versenken wir damit viel mehr als unsere Energiewende. Ein anderer zentraler Punkt für uns ist die Frage des Marktdesigns, den Herr Ziesing und andere ja eben schon ein ganzes Stück weit mitdiskutiert haben. Und darüber hinaus dann in verschiedenen Sektoren hierbei mit anzuschauen, was das heißt. Energieeffizienz ist ein ganz zentraler Punkt für uns, wie wir das voranbringen können. Die Verkehrswende und die Landwirtschaftswende, die für uns auch ein zentraler Bereich ist und wo es viele Schnittstellen auch zum Energiebereich gibt.
Damit bin ich auch schon bei der Landwirtschaft und Herrn Professor Hüttels Frage, wie sieht das mit dem Land aus und ist das alles so easy und konsensual? Nein, das ist es überhaupt nicht. Wir sehen aber, dass es tatsächlich einen großen Konsens in der Gesellschaft gibt, 70-80%, die sagen, wir wollen diese Energiewende. Und von dem her ist erstens wichtig, klar sagen zu können, es dient dieser Energiewende. Und zweitens, das war der Punkt, den ich als erstes genannt hatte, die frühe Partizipation. Dann, dass man dann früh mitbeteiligt ist, nicht über die Köpfe danach nachvollziehen darf, partizipativ, was schon entschieden ist, sondern dass man früh an der Entscheidung beteiligt ist, dass tatsächlich die günstigste Form gewählt wird und die geringste Betroffenheit vor Ort mit dabei da ist. Es wird auch dann Leute geben, die dagegen klagen, aber es wird in meinen Augen möglich sein, zu differenzieren zwischen denen, die aus direktem persönlichen Eigeninteresse klagen und ob man eine große Protestbewegung in der Region dagegen bekommt. Wenn wir das hinbekommen, wäre schon ganz, ganz viel geholfen dabei. Und die Frage von Herrn Professor Töpfer, möchte ich auf die Glaubwürdigkeitsfrage eben nochmal fokussieren. Wir machen als Germanwatch seit unserer Gründung, dass wir strategische Allianzen mit Vorreitergruppen in der Wirtschaft eingehen. Da sind aber für uns ganz wesentliche Prinzipien dabei relevant. Das erste ist, wir lassen uns da nicht sponsoren. Das sind keine Sponsorverträge, wo wir irgendwas machen, wo wir Verpflichtungen übernehmen aufgrund dessen, dass wir bezahlt worden sind. Sondern ganz im Gegenteil, wir verhandeln zunächst mal die politische Grundlage von dem, was wir hinwollen. Und das ist die Grundlage, für die treten wir gemeinsam ein. Und zum Beispiel, als wir jetzt die Kritik am Wirtschaftsministerium hatten, die konnten wir deswegen gemeinsam äußern mit den Netzbetreibern, weil wir uns vorher auf die politischen Grundlagen abstrakt geeinigt hatten dazu und jetzt einfordern konnten und zu sagen, jetzt müssen wir aber auch das umsetzen in die Praxis dabei. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt dann um das grundsätzliche Ja zu einer Leitung nach Norwegen geht zum Speicherausbau, sind wir in der Pflicht gegenüber den Netzbetreibern zu sagen, prinzipiell finden wir das sinnvoll. Wir müssen im Detail schauen, dass die bestmögliche Möglichkeit mit der notwendigen Partizipation dazu vorankommt. Wenn es so transparent und klar ist, sehe ich kein Glaubwürdigkeitsproblem da drin, sondern ich sehe eher ein Glaubwürdigkeitsproblem da drin, wenn wir als NGOs jetzt die wichtige Rolle verschlafen, den Prozess auch voranzutreiben. Mir ist diese Frage wirklich ganz sehr wichtig. Ich kann es auch im politischen Bereich ja genauso sagen. Wenn du in einer Kommune ein Krankenhaus schließen willst, weil das schließen muss wegen Kostensituationen und die Regierung das macht, dass sie immer davon ausgehen, dass die Opposition erstmal für das Krankenhaus ist. Das heißt, du hast da so eine kommunizierende Röhre. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass man das jetzt feststellen kann, dass Menschen das eigentlich sehr schätzen, dass man so etwas eingeht, dass man aber transparent weitermacht. Und deswegen wollte ich Ihr Modell mal ein bisschen kennenlernen. Okay, vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende des Anhörungsteiles und ich würde Folgendes vorschlagen. In Ihren ausliegenden Ablaufplänen steht drin, dass das Podium jetzt, das Panel, die zentralen Erkenntnisse zusammenfasst. Nachdem wir so viel über dezentral und zentral gesprochen haben, bin ich sehr gespannt, was als zentral jetzt definiert wird hier auf dem Podium. Aber bevor das passiert, und da es ja nur die zentralen Erkenntnisse sind und nicht die dezentralen und so, glaube ich, sollten wir noch eine Fragerunde, wollte ich Sie gerne einladen, einfach per Hand aufheben, mir zu signalisieren, wer noch eine Frage hat, wer vielleicht auch einen Kommentar hat, und dann gebe ich das Wort ans Panel. Sehe Frau Buchholz, sehe Herr Nitsche, sehe ich noch jemand, Frau Goldammer. Frau Buchholz, fängt an. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur der Vollständigkeit halber noch eine Ihrer Fragen beantworten, die ich vorhin nicht beantwortet hatte, zur Frage der Eingriffe. Ich sehe es so, wenn Sie ein Netz haben oder ein System haben und immer häufiger eingreifen müssen, heißt es einfach, dass die Reserve nicht mehr so groß ist.
Also im Prinzip fährt man damit das System weiter an seine Grenzen und hat insgesamt weniger Reserven. Das ist eigentlich die Aussage, die hinter den verstärkten Eingriffen im Transportnetz stehen. Vielen Dank, Frau Buchholz. Es war in der Tat noch offen. Vielen Dank dafür. Es ist übrigens auch noch offen, dass der Balz einen Satz vorliest. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wir machen jetzt gerade so weiter und dann haben Sie ja vielleicht die Gelegenheit, noch einen kurzen Kommentar dazu zu sprechen. Herr Nitschke. Ja, danke nochmal für dein letztes Wort zum Thema zentral, dezentral, weil da ja nochmal was als Konflikt dargestellt wurde. Also gar keine Frage, dass das durch die Technologien durchgeht und eine solare Großanlage ist beispielsweise auch durchaus zentral. Aber die Erneuerbaren haben den Vorteil, dass sie in den seltensten Fällen alle gleichzeitig wirken. Tatsächlich ist es so, dass nachts, wenn die Sonne aus ist, der Wind manchmal noch an ist. Und es ist im Übrigen auch so, dass immer dann, wenn viel Sonne ist, wenig Wind ist. Passt gerade ganz gut. Deswegen ist nicht jede Anlage, die in Ostdeutschland dazu gebaut wird, automatisch eine zentrale Anlage, deren Strom abgeleitet werden muss. Dann müssten wir uns allerdings ganz neue Gedanken machen. So sieht es gerade nicht aus. Ich habe aber noch einen Kommentar zu der Frage nach dem technologischen Vorsprung oder aber nach der technologischen Situation, in der wir in Deutschland sind. Ich glaube, Herr Professor Hüttel, die Frage hatten Sie, glaube ich, an Herrn Biesenbach gestellt. Ich würde aber gerne noch eine Antwort hinzufügen. Es ist so, dass wir beispielsweise im Bereich der Solartechnologie und ich würde mal sagen in fast allen Bereichen der erneuerbaren Technologien und den meisten Effizienztechnologien nach wie vor einen großen technologischen Vorsprung haben. Groß heißt in Jahren 1 bis 1,5 Jahre. Im Wesentlichen werden Technologien kopiert und in großen Einheiten umgesetzt. Das ist das, was in China passiert. Da wird nicht neu entwickelt im Wesentlichen, sondern kopiert. Damit fährt man aber auch sehr gut, weil mit einer großen Einheit man im Zweifel einen billigeren Preis anbieten kann. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich insbesondere in China, und zur Erinnerung, das ist eine Planwirtschaft, da wird von der Regierung strukturiert, was gemacht wird, dass insbesondere dort erkannt wurde, was Energiewende denn eigentlich heißt und dass man, wenn man auf ein Wachstumsfeld setzen möchte, dann doch nach Möglichkeit dieses auswählt. Genau das hat man getan. Solarenergie ist der erste Teil, die anderen folgen. Das heißt, man versucht dort mit einer massiven Subventionierung, vor allen Dingen mit zur Verfügung gestellten Krediten, eine Phase der Marktanteilsgewinnung mit zu unterstützen. Und das wird komplett genutzt durch die Unternehmen, die dort gegründet worden sind, die auch nicht von einem Tag auf den anderen wieder verschwinden wollen und die dann versuchen, so wie in Europa als auch in den USA eigentlich überall die Marktanteile zu 60, 70 oder 80% einzunehmen. Das macht es gegenwärtig unglaublich schwierig. Und ich glaube, dass wenn wir in diesem Bereich tatsächlich etwas an Technologie aufgeben, wo wir so gut sind und wo wir auch keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen haben, weil die Lohnkosten, das ist das Einzige, was wir hätten als Nachteil, die Lohnkosten liegen beispielsweise bei uns unter 10% der Produktionskosten. Wenn wir das weggeben würden, dann wäre nicht mehr viel zu halten. Und deswegen unterstütze ich auch, was Herr Biesenbach angedeutet hat, obwohl er da vielleicht für Bosch nicht so weit sprechen würde, aber ich will das wohl gerne sagen, man muss dann eben auch Handelsrecht wirken lassen. Denn wenn hier was wegbrechen würde, würde uns ganz wesentlich auch die Forschung wegbrechen, es würde uns die gesamte Akzeptanz für das, was wir hier heute diskutiert haben, wegbrechen. Das ist also ein Teil, der heute nicht Thema war, der aber, glaube ich, eine Rolle spielt, dass wir das, was hier technologisch eingesetzt werden soll, auch bitte hiermit weiterentwickeln und herstellen wollen. Vielen Dank, Herr Nitschke. Frau Goldammer, Herr Balz, Herr Münchmeier. Dankeschön. Ich habe eine Frage an Frau Zenke. Und zwar möchte ich eine ganz naive Frage stellen. Wir reden von dem neuen Marktdesign. Wenn wir uns hier vielleicht noch den ganzen Nachmittag zusammensetzen würden, hätten wir vielleicht eine Idee. An wen wenden wir uns damit? Wer ist insofern juristisch zuständig für das Marktdesign der Zukunft, wenn wir zum Beispiel eine gute Idee entwickeln würden? Da kommt ja ganz, ganz viel zusammen und wahrscheinlich auch viele Stellen, die national sind, europäisch und so weiter. Frau Zenke, wollen Sie gleich antworten? Mhm. Ja gut, das ist halt, muss halt in die üblichen Wege gehen. Die Politik hat ein Problem, die haben immer zu viel Druck. Das heißt also, sie können immer nur sehr, sehr schnell, sehr eng getaktet reagieren. Ich glaube einfach, es muss sich jemand mal außerhalb des normalen täglichen Geschäfts hinsetzen und muss sich mal Gedanken machen, also mal zusammenhängend Gedanken machen über das neue Marktdesign und die Umsetzung parallel dazu sich die Rechtsnorm mal ansehen.
Und ja, und dann mit dem hoffentlich guten Konzept, was zum Beispiel aus den Ministerien ja kommen kann, also muss eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt, muss man ganz ehrlich sagen, dann müsste man versuchen, das wieder umzusetzen. Also eigentlich üblicher Gang, aber ist natürlich ein Mammutprojekt, wo viele, viele einzelne Stellen zusammengefasst werden müssten. Ich fand ja die Anregung damals der Ethikkommission, nicht nur des Beobachters, sondern auch des ständigen Begleiters der Energiewende, die fand ich gut, aber die ist ja, soweit ich weiß, noch nicht umgesetzt, oder? Nicht in der Form, wie wir sie vorgeschlagen hatten. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele Beobachter. Herr Balz und Herr Münchmeier. Ja, vielen Dank. Also es ging um den Vorschlag von Herrn Rösler, die Birds- und Habitat-Direktive aufzuweichen zu einem schnelleren Netzausbau. Dazu der folgende zentrale Satz, der gemeinsam von den Netzbetreibern und NGOs der Renewable Grid Initiative verfasst worden ist. There is no contradiction between building grids and environmental protection. Opening up the subject again will not deliver a faster grid development, rather a polarization among different stakeholder groups with unpredictable consequences. Vielen Dank. Ich kann nur zustimmen, ja. Herr Münchmeier. Ich würde sehr gerne, falls Sie erlauben, diese Frage nutzen wollen, um den Spieß umzudrehen, wenn das möglich ist. Ich würde sehr, sehr gerne eine Frage an das Panel richten. Und zwar ginge die in diese Richtung. Ich sehe diese Veranstaltung, die ich also sehr begrüße und sehr genossen habe, ja eigentlich auch als ein Kind der Arbeit der Ethikkommission. Und ich verfolge diese Debatte und das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr spannende Debatte, die immer wieder natürlich auch, wie sollte es anders sein, um die Schwierigkeiten der Energiewende kreist, um die Kosten, um die Hemmnisse der Energiewende, was natürlich naturgemäß schwierig ist, aufrechtzuerhalten in einem Prozess, ist natürlich diese Aufbruchsstimmung, die ja geherrscht hat nach, während der Zeit der Ethikkommission und danach. Ich will nicht sagen, dass das stand natürlich im Schatten eines tragischen Ereignisses, aber dennoch war der Impuls, der gekommen ist von der Ethikkommission und von den Debatten im Sommer 2011, natürlich ein ganz positiver, was den Ausstieg aus einer Hochrisikotechnologie betraf, was Verwirklichung von Klimaschutzzielen angeht, was auch die Faszination des Selbermachens angeht bei der Energiewende, also die Trägerschaft von Millionen von Menschen, die das also mit sich auf die Fahnen schreiben. Deswegen eigentlich die Frage, haben Sie als ehemalige Mitglieder der Ethikkommission eine Vision, wie man diesen Impetus, wie man diese Aufbruchsstimmung eigentlich sozusagen in eine permanente Stimmung umwandeln kann, weil eine Monitoring-Kommission, die ist natürlich notwendig, ein Monitoring-Prozess, möglicherweise auch mehrere, aber in deren Fokus würde ja immer stehen, wie kommen wir technisch voran und ökonomisch voran, wie schaffen wir das? Also sozusagen die Vorstellung einer permanenten Ethikkommission, ist das etwas, womit Sie sich beschäftigt haben oder gibt es andere Denkansätze? Weil ich habe den Eindruck, bei einer solchen Diskussion wie auch der heutigen kommen eben diese positiven Gründe für eine Energiewende systematisch sozusagen zu kurz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Münchmeier, dass Sie mir die Aufgabe so einfach machen, das Wort wieder hier aufs Panel zu holen. In der Tat ist es eine gute Frage von Ihnen, die wir in die Abschlussstatements mit übernehmen. Lassen Sie mich nur vorweg sagen, ich habe in der Ethikkommission mitgearbeitet. In meiner Rolle würde ich es nicht aushalten, dieses Ding in Permanenz zu machen. Wie haben Sie gesagt, ein permanenter Aufbruch setzt ja voraus eine aufbrechende Permanenz, wenn man so will. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Wer möchte jetzt als Erster? Wir machen die alte Runde. Ja, alte Runde. Alte Runde. Man kann manche Gewohnheiten nicht aufbrechen, auch wenn Sie gerade von Aufbruch gesprochen haben. Aber es ist eine permanente Gewohnheit, insofern ist es Herr Schlögel. Wunderbar, einer muss ja anfangen. Es ist eine wirklich interessante Herausforderung, den doch sehr hohen Diskussionsstand, den wir jetzt knapp 7 Stunden lang gehabt haben, zu versuchen, in einem Statement zusammenzufassen. Ich fange aber trotzdem mit der Frage von Herrn Münchmeier an. Also
Ich glaube schon, dass so etwas notwendig ist, aber auf der anderen Seite einen permanenten Aufbruch kann man nicht organisieren, weil es möchte, wenn der aufbricht, auch mal ankommen. Und die Frage ist, da braucht man einen Weg und ein Ziel. Und zu dem Punkt wird sicher Herr Hüttl noch was sagen. Ich werde mir deswegen das verkneifen, das jetzt hier weiter auszuführen. Herr Hüttl weiß schon, warum ich das sage. Ich gehe jetzt zurück auf die allgemeinen Punkte, da wir gehört haben, wir sollen ja hier die allgemeinen Sachen herausarbeiten. Ich glaube, es ist sicher bei allen klar geworden, dass die Energiewende nicht eine Frage von Technologie oder Industrie oder Politik alleine ist, sondern die Energiewende ist ganz sicher eine gesellschaftliche Herausforderung von fast ungekannter Dimension. Also es gibt wenig Beispiele in der Geschichte unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, die diese Dimension erreicht haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das allen bewusst ist, dass das so ist. Die Folge, die sich daraus ableitet, ist, dass die permanente Forderung nach der Teilhabe, die haben wir auch heute, glaube ich, in fast jedem Statement gehört und die ist selbstverständlich. Für mich stellt sich dann allerdings die Frage, Teilhabe bedeutet eben nicht nur Entscheidungsmöglichkeiten, sondern bedeutet auch Verantwortung. Und es ist eine interessante Frage, wie denn die Verantwortung wieder zurück eingefordert wird. Denn wenn man nur entscheidet, aber nicht verantwortet, dann ist es schlecht. Und wenn man nur die Folgen von Entscheidungen trifft, die man nicht getragen hat, die man nicht entschieden hat, dann ist es auch schlecht. Da erscheint mir eine gewisse Lücke zu sein, über die man noch reden müsste. Wir haben auch sicher festgestellt, dass es recht unterschiedliche Nutzungsprofile der Stakeholder gibt. Also wir haben von Kupferhütten und von Bauern gehört und das ist einfach nicht das Gleiche. Und ich glaube, wir waren uns einig, dass unterschiedliche solche Profile auch unterschiedliche Antworten brauchen. Das heißt, also ein Schuh für die gesamte Energiewende ist, glaube ich, nicht das Richtige, sondern wir brauchen differenziertere Antworten. Wir haben auch über die Rolle der Akteure geredet und ich glaube, es ist uns allen klar geworden, dass die Rollen der Akteure nicht gleichmäßig verteilt sind. Es gibt zwar Stakeholders, aber manche sind halt größere Stakeholders als andere. Und darüber muss man auch nachdenken, was das bedeutet. Ein sehr positiver Punkt war, glaube ich, dass wir festgestellt haben, in der Gesellschaft gibt es keinen Dissens über die Energiewendeziele. Und die Energiewendeziele sind nicht die der 2022-Ziele, sondern der 2050-Ziele. Ich glaube, das muss man nicht mehr weiter diskutieren. Und aus wissenschaftlicher Sicht kann ich das nur dringend unterstreichen. 10 Jahre sind einfach nichts auf diesem Weg. Das muss man als große Dimension sehen. Eine Frage, die mir sehr aufgefallen ist bei vielen Beispielen, ist, es wurde immer davon gesprochen, wir machen jetzt eine Energiewende, aber erstens, glaube ich, weiß niemand so genau, wohin die Wende geht. Wir wissen nur, dass wir keinen Stopp-Prozess machen, das war schon mal ganz gut. Und mich bewegt dann die Frage, gibt es eigentlich einen Energiewendeprozess? Wir haben eine Monitoring-Institution, aber man könnte die Frage stellen, was monitoren die eigentlich? Und darüber müssen wir vielleicht noch einmal etwas weiter diskutieren. Wir sind ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass Energie auf jeden Fall ein systemischer Ansatz ist. Das wurde jetzt von ganz vielen Leuten aus ganz unterschiedlichen Richtungen gesagt. Und der systemische Ansatz bedingt, dass wir ihn erstens systemisch, politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich anschauen, aber dass wir auch die Anreize dafür schaffen, dass der Systemgedanke umgesetzt wird und nicht nur so vor sich hergetragen. Da gab es interessante Diskussionspunkte. Ich flechte da jetzt ein kleines Beispiel ein, dann kann man es nämlich sehr gut sehen. In der zitierten Prognostudie zu den Energiezielen wird ja in erheblichem Maße von Biomasse Gebrauch gemacht, um das Problem der Speicherung zu lösen, weil da klar drin steht, also chemische Energiespeicher gibt es nicht und deswegen machen wir das mit Biomasse. Jetzt geht das natürlich für ein Land vielleicht schon, wenn wir uns überlegen, dass wir dann Hackschnitzel aus Kanada oder aus den tropischen Regenwäldern importieren, um unsere Kraftwerke damit zu betreiben, was wir nach dieser Rechnung müssten, wenn wir das ernst nehmen. Aber das ist natürlich keine globale Lösung, sowas können wir nicht machen. Und die Frage, ob in diesem Maße genutzte Biomasse tatsächlich CO2-neutral und klimaneutral ist, ist eine Frage, die ich als Wissenschaftler mit einem deutlichen Fragezeichen hinterlegen würde. Also man muss den systemischen Ansatz dann auch wirklich leben und sich überlegen, was hat das für das ganze System für Konsequenzen. Ein Problem, das mir sehr gut aufgefallen ist in den Diskussionen, ist, dass wir eigentlich von einem Phänomen geplagt sind, das ich zeitliche Disparität nennen möchte. Also wir sind an manchen Stellen sehr viel schneller mit irgendwelchen Entscheidungen, als wie uns die Möglichkeiten gegeben sind, dass wir sinnvoll darüber nachdenken. Es wurde häufig darüber gesprochen, man müsse zuerst denken und dann Geld ausgeben. Das ist ein sehr guter Satz, glaube ich auch. Gilt übrigens auch in der Wissenschaft. Das Phänomen des Netzausbaus ist sehr deutlich geworden, aber auch das Phänomen der Speicher. Wir haben einfach für Speicher keine gute
Vorstellung, außer Anforderungen. Wir haben eine schöne Anforderungsliste und wir wissen, dass es viele Technologien gibt, fast alle funktionieren im Labor, keiner in groß, und es fehlt uns erheblich am Grundlagenwissen. Das ist jetzt mein Spezialgebiet, darum gehe ich da nicht weiter darauf ein, aber ich darf Ihnen versichern, dass die Max-Planck-Gesellschaft dieses Phänomen erkannt hat, und normalerweise gründet die Max-Planck-Gesellschaft nicht ein Institut, wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass da erhebliche wissenschaftliche Defizite vorhanden sind, weil Max-Planck-Institute haben Arbeitsdimensionen von 20, 30, 40 Jahren und nicht von 5 oder 6 Jahren. Ein weiteres Problem der zeitlichen Disparität sehe ich in den Rahmenbedingungen. Wir haben sehr viel gehört von den vielen komplexen und schwierigen Rahmenbedingungen auf der einen Seite und von der Volatilität der Rahmenbedingungen auf der anderen Seite. Und beide Dinge passen nicht sehr gut zusammen. Rahmenbedingungen heißen deswegen so, weil sie A einfach und B stabil sind. Und beides ist im Augenblick, glaube ich, nicht gegeben, und daran muss man, glaube ich, auch arbeiten. Ein schönes Beispiel dafür war die Fusion, wo man sich auch überlegen kann, das ist ein Phänomen, das ganz weit in der Zukunft liegt, und da muss man sich heute überhaupt noch keinen Kopf machen. Aber trotzdem wird auch die Fusion und ihre Anwendung Rahmenbedingungen bedürfen, und es ist eine interessante Frage, wie das auf die heutigen Rahmenbedingungen einwirken könnte. Wir haben gehört, was es für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt. Das führt mich zu drei wesentlichen Schlusspunkten, und dann möchte ich das beenden. Wir haben die Komplexität des Phänomens gesehen, und wir wollen eigentlich etwas steuern, was kaum steuerbar ist. Und wir sind uns auch gar nicht darüber im Klaren, wie viel Planung brauchen wir da, wie viel Planung wollen wir und wie viele Rahmensetzungen wollen wir. Wir wollen sicher keine Planwirtschaft der Energiewende. Das, glaube ich, ist vermutlich Konsens, so ich das gehört habe. Aber das einfach so weiterlaufen lassen und jeder macht, was er will, das haben wir auch gehört, das geht auch nicht. Und es fehlen insbesondere die Anreize dazu, dass wir uns darüber Gedanken machen, das Ganze systemisch aufzubauen. Das Beispiel der Stromeffizienzpolitik fand ich sehr treffend. Das ist ein ganz typisches Beispiel, das man eigentlich nur systemisch erschlagen kann. Das ist keine Einzelmaßnahme. Dann haben wir, glaube ich, erkannt, dass es ein Weg-Ziel-Problem gibt. Wir sind uns alle darüber einig, was das Ziel ist. Wir sind uns schon weniger darüber einig, dass das Ziel möglicherweise etwas ein Moving Target ist, weil wir nicht genau wissen, ob wir die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen für die Zielformulierung wirklich alle begriffen haben. Aber wir sind uns ganz sicher nicht darüber einig, wie man da hinkommt. Also die Wege-Diskussion ist relativ problematisch. Natürlich sind die Wege als dynamische Wege aufzufassen. Also wenn wir heute wissen, alle haben gesagt, was tun wir als nächstes in den nächsten 12 Monaten? Das ist notwendig. Und ich möchte nicht missverstanden werden zu sagen, weil die Wissenschaft nicht alles versteht, was zur Energiewende notwendig ist, tun wir erstmal gar nichts. Das ist die schlechteste von allen Empfehlungen. Und es gibt sehr wohl Dinge, die wir tun können. Und es wurden vormittags und nachmittags reichlich Ansatzpunkte genannt, die nicht davon abhängen, ob wir das wissenschaftlich verstanden haben oder nicht. Die können wir alle sofort tun. Und wenn wir diese Teilhabe Gedanken richtig fassen, dann können wir auch das klar vermitteln, dass auch wenn wir das Ziel und den Weg endgültig nicht kennen, weil es ein dynamischer Prozess ist, sehr wohl ganz klare Fakten gibt, die wir heute schon tun können. Und ich glaube, das gehört zur vertrauensbildenden Maßnahme, dass man nicht einen Expertenstreit vom Zaun brechen, wie lange müssen wir noch warten, bis wir die Energiewende umsetzen können. Das Argument gibt es auch. Oder die Energiewende ist viel zu teuer, weil wir ja diese und jene Randbedingungen erfüllen müssen, sondern wir müssen klar sagen, wir haben dieses Ziel, wir wissen nicht, wie wir da hinkommen, aber wir wissen, wo wir anfangen können. Und ich glaube, diese positive Botschaft, wenn man die von hier ausgehen lassen könnte, dann wäre das ein wesentliches Ziel des heutigen Tags. Und mein Schlussplädoyer ist, was uns ganz definitiv fehlt, ist die Roadmap. Also wir sind, glaube ich, alle zum Schluss gekommen, dass es in allen Bereichen der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft, der Rechtsetzung, aber auch der Technologie sehr nützlich wäre, wenn man einen Plan hätte. Und der Plan heißt nicht Planwirtschaft, sondern Roadmap. Und ich glaube, wenn wir als zweite Forderung des heutigen Tags sagen, jetzt sollten sich alle Beteiligten mal hinsetzen und nicht eine BDI-Roadmap und eine Wissenschaftler-Roadmap und eine Max-Planck-Roadmap und ich weiß nicht, noch eine Roadmap, sondern wenn sich alle mal zusammensetzen würden und eine gewisse integrative Leistung erbringen würden, um eine Roadmap zu erstellen, wie man die Energiewende gestalten würde, dann würde uns das ein ganzes Stück weiterbringen. Damit möchte ich meine Zusammenfassung beenden. Vielen Dank, Herr Schlögl. Ich will nur, bevor ich das Wort an Herrn Hüttel gleich weitergeben, darauf hinweisen, dass dieser junge Mann, der neben mir sitzt, jetzt weg muss. Der muss nämlich noch mit dem Zug in eine Gegend fahren, wo man wirklich lange braucht, hinter Görlitz, ins Kloster Marienthal. Ist wunderschön, aber dauert lange. Also fahr da gut hin, Günther. Ich möchte aber die Gelegenheit doch nutzen,
der Frau Goldhammer und dem Günter Bachmann ganz herzlich zu danken. Nicht nur für die Tatsache, dass sie die beiden Panel mitgemoderiert haben, sondern vor allen Dingen auch darin, dass wir sie hervorragend vorbereitet gesehen haben. Das war eine gute Sache. Und das brauche ich dann hinterher bei meinem Schlusswort nicht mehr zu sagen. Das Format als solches sollte man weiter ausbauen, aber ist eine gute Grundlage, ist jedenfalls meine Schlussfolgerung des heutigen Tages. Damit, Günther, kannst du gehen und Herr Hüttel sagt die weiteren Schlussfolgerungen. Ja, ich kann das jetzt schon kürzer machen, möchte aber auch anfangen mit der Aufbruchsstimmung. Ich bin vor 20 Jahren aus Hawaii nach Cottbus gekommen. War trotzdem euphorisch und es folgt aber immer eine Phase der Konsolidierung. Und das wäre auch einfach nicht fair, wenn man das von Anfang an in eine solche besondere Euphorie ewig sich vorstellen würde, auch wenn das natürlich toll wäre. Also das hat mich aber gleichwohl beeindruckt, dass wenn man die Gazetten so verfolgt, dann ist der Eindruck, den wir heute hier bekommen haben, ein anderer, dass die positive Wahrnehmung zur Energiewende immer noch sehr hoch ist. Das nehme ich wirklich im Vergleich zu dem, was man vielleicht so liest, als eine wirklich wichtige Information mit. Ich nehme auch mit, dass dieser Begriff Gemeinschaftswerk, den die Ethikkommission geprägt hat, tatsächlich auf dem Wege ist. Also das, glaube ich, hat die heutige Diskussion gezeigt. Wir sind unterwegs, Konsens zu finden, mehr und mehr, dass das an der einen oder anderen Stelle leichter ist als an der anderen. Das ist, glaube ich, auch offensichtlich, muss auch so sein in einer pluralen Gesellschaft. Aber das ist schon ganz bemerkenswert. Und auch, glaube ich, eine Schlussfolgerung für mich ist, dass wir uns eben auf Grundkontexte, wir haben das heute mal falscherweise Grundwissen genannt, wobei das schon wieder eine Lehre des heutigen Tages ist. Man muss sich auf solche einfachen Begriffe auch verständigen, damit man da nicht aneinander vorbei redet. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein guter Aspekt, dass wir eben, je mehr wir auch gemeinsam darüber reden, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und Sichtweisen heraus, dann auch zu gewissen gemeinsamen Wahrnehmungen kommen, die man nicht jedes Mal wieder sozusagen erneut erklären, formulieren muss, sondern sozusagen die dann auch allgemeingut sind, jedenfalls solange sie in dieser Form Bestand haben. Und da ist ein zentraler Punkt auch die nicht nur eben Technik- und naturwissenschaftliche Betrachtungsweise, sondern auch die Geistessozialwissenschaften, die da einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Aus meiner Sicht, wenn man das jetzt Forschung wissenschaftlich sieht, einen noch stärkeren Beitrag, als man das vielleicht bislang einschätzt. Was für mich in gewisser Weise neu war, war das noch einfach zu hören. Man hat es ja immer irgendwie auch geahnt, aber in der Dimension nicht wahrgenommen, was eben Regelungen, Normieren, Gesetze und was da an sonstigen Beiwerk noch zu berücksichtigen ist. Das ist wirklich beeindruckend und das kann auf Dauer eigentlich nicht gut gehen. Also das kann man nicht endlos fortsetzen, diese Art von Entwicklung. Und auch das ist sicherlich ein Thema, was man bei einer weiteren Beschäftigung mit diesem Thema berücksichtigen muss. Noch nicht so ganz glücklich bin ich mit der Perspektive Europa und der Rest der Welt. Ich glaube, da sind wir noch zu sehr, vielleicht ist es auch richtig, zu sehr in unseren eigenen Kontexten damit befasst, was ja auch zwingend notwendig ist, aber wir leben eben nicht alleine auf dieser Welt. Und Herr Töpfer sagt ja immer wieder mal in seinen Reden, irgendwie bewegen wir uns auf geringere Prozentanteile der europäischen Bevölkerung hin, weil die anderen einfach stärker wachsen als wir. Und ich glaube, das ist eine Komponente, die man berücksichtigen muss. Also ich halte schon auch sehr viel von der Wahrnehmung, dass Deutschland ein Markt ist, aber dass der Rest der Welt für unsere deutschen Produkte auch ein ganz zentraler Markt ist. Wir reden nämlich jetzt relativ entspannt, weil es uns auch im Moment relativ gut geht. Würden wir in einer Situation wie Spanien oder Griechenland sein,
würden wir dieses Thema Energiewende sicherlich ganz anders diskutieren. Dass das immer so bleibt, ist auch keine Sicherheit. Und deswegen ist mir das sehr wichtig, dass wir diese Zusammenhänge sehen. Ich hatte beispielsweise mit Herrn Fehrenbach an dieser Umweltwoche beim Bundespräsidenten diskutiert und habe da so ein paar Worte rausgehört, die schon auch sagen, dass diese Green Technology oder Green Economy auf Füßen steht, die wir auch weiter stärken müssen. Ansonsten haben wir da irgendwann mal Geh- oder Laufschwierigkeiten, jedenfalls was dann bestimmte Zeitsituationen anbelangt. Also ich glaube, das ist noch etwas, was man ausbauen sollte. Monitoring, das kann ja jetzt zunächst mal nur sein, das, was passiert und so weiter, dass man dazu einen Plan letztendlich braucht, eine Roadmap, wie man das auch immer nennen will. Ich glaube, das ist in der Tat richtig. Und das ist ja das, was mir vorhin Herr Schlögel schon zugeschoben hat. Natürlich sind wir zurzeit dabei, auch auf Bitte der Bundesregierung uns zu organisieren. Ich denke, wir sind inzwischen auf gutem Wege. Wir sind noch nicht ganz angekommen, aber wir sind, glaube ich, wirklich auf der Zielgeraden, über die Akademien, über ISS, über andere eine Plattform, ein Arrangement von bestimmten Organisationsstrukturen zu schaffen, in denen wir diese Art von Interaktionen nicht nur durchführen, sondern auch dann Ableitungen treffen, sodass man ausgehend von den Zielen Wege beschreibt, Szenarien entwickelt, die aber flankiert sind von ganz wichtigen Elementen, von Fragen aus den Geistsozialwissenschaften, die da heißen Akzeptanz oder auch technologischer Fortschritt oder eben Fragen der Ökonomie und vor allem auch der juristischen, der rechtlichen, der Rahmenbedingungen überhaupt. Also ich glaube, das ist so ein Konzept mit wichtigen Dialogplattformen, mit den Akteuren oder den Stakeholdern und auf der anderen Seite sicherlich auch nochmal in besonderer Weise der Wissenschaftsorganisationen, die ja auch sich konsolidieren und fokussieren in bestimmten Bereichen auf dieses Thema Energiewende, welche Beiträge sie leisten können. Also so eine Art Begleitung zu organisieren, das kann man heute noch nicht verkünden, aber ich kann jedenfalls auch sagen, dass wir da auf dem Weg sind und auf einem guten Wege und ich denke auch in absehbarer Zeit wirklich zu einer Aussage diesbezüglich kommen können. Noch drei kurze Punkte von meiner Seite. Es ist natürlich die Frage der Forschung, Wissenschaft angesprochen worden. Da wollen wir unsere Beiträge leisten, aber Wissenschaft heißt eben, wir schaffen Wissen und manchmal passt das Wissen in die vorgegebene Situation und manchmal passt es eben nicht so gut. Und auch damit muss man umgehen. Ich habe ja heute ein paar Bemerkungen gemacht. Das wird uns weiter beschäftigen. Manche Dinge, von denen wir ausgehen, dass sie so klar sind, sind vielleicht nicht so klar, aber das sollte uns nicht abhalten von Zielen, die wir gesetzt haben, die gleichwohl zu verfolgen, ohne eine gewisse Flexibilität dort einzuräumen. Und dass wir unbedingt Nachwuchs brauchen in diesen Gebieten, das ist auch wichtig, wird aber vielleicht noch zu wenig in der Umsetzung gesehen. Also das ist ja auch eine Aufgabe von Forschung und Wissenschaft, den Nachwuchs zu organisieren und auch in der Lehre diese Zusammenhänge voranzubringen. Von daher bin ich jetzt auch, hat ja heute Morgen jemand gesagt, es wäre sozusagen ein Jahr nach der oder ein gutes Jahr nach der Ethikkommission, nach dem Ende der Ethikkommission, nach wie vor doch sehr beeindruckt, dass diese Idee eines Gemeinschaftswerkes, das Herr Töpfer ja vor allem geboren hat mit Herrn Bachmann und mit unserer Unterstützung, glaube ich schon tatsächlich Realität ist. Und wir wollen das natürlich in diesem Sinne eines Aufbruchs auch möglichst lange am Leben halten. Ja, Ritas, vielen Dank. Herr Hüttel, ich will jetzt den Fehler nicht machen, dass ich sage, ich bin ganz kurz. Das kannst du hinterher feststellen. Wenn du es vorher sagst, wird es immer lang. Das ist immer schwierig. Aber eins habe ich ganz am Anfang auch vergessen. Ich freue mich nämlich ganz sehr, dass ein weiteres Mitglied der Ethikkommission den ganzen Tag auch dabei gewesen ist. Volker Hauf, herzlich willkommen. Gut, dass du, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Wenn man also etwas über die Geschichte der Ethikkommission sagen will, wird man Volker Hauf auch in seiner Erfahrung als Forschungsminister sicherlich immer wieder mit zu erwähnen haben. Ich habe einen Punkt in besonderer Weise, der mich
den ganzen Tag über mitgeleitet, weil ich frage, wie kriegst du das denn in eine Zeitachse? Wir haben viel über Zeit gesprochen. Und es gibt ja einen schönen Satz von John Maynard Keynes, in the long run we are all dead. Also die Besorgnis ist immer groß, dass wir uns ganz schnell auf tolle Ziele für einen Zeitrahmen einigen, von dem wir diesen Satz dann sagen können. Also für mich ist zum Beispiel jedes Ziel für 2050 jederzeit akzeptabel. Ich brauche es hinterher nicht mehr einzulösen. Deswegen bin ich extrem daran interessiert, Zeit zu strukturieren. Was muss wann kommen, damit wir nicht überall immer diese Hockeystick-Sache haben. Wenn wir sagen, wir haben bis 2050 Zeit, dann machen wir, also haben wir noch Zeit. Und wir fangen jetzt nicht an und dann hinterher sitzen wir genau unter demselben Zeitdruck wie vorher. Und deswegen habe ich es auch ganz gerne, dass wir immer fragen, mit was fangen wir denn an? Mit was fangen wir jetzt an, damit ein solcher Prozess in Gang kommt? Denn eins habe ich auch immer gelernt, wenn du einen Prozess in Gang kommst und du hast glaubwürdige politische Entscheidungen, ist der Ablauf schneller, als man vorher geplant hat. Ich kann Ihnen Dutzende von Beispielen sagen, unter dem zeitlichen Erwartungshorizont, Druck, fällt ja auch mehr ein. Tschechow hat mal den schönen Satz gesagt, Knappheit ist das Talent des Schwester. Und da ist ja was dran. Ich kann Ihnen Dutzende von Beispielen dazu sagen. Wir haben mal gesagt, wir müssen alle in Deutschland Müll trennen. Und wenn ihr da eine Verordnung in Deutschland macht, wir machen das alle. Und da wird Kunststoff gesammelt und du weißt noch nie, was mit dem gemacht wird. Darüber wird auch nicht diskutiert, sondern es wird darüber diskutiert, ob du den Joghurtbecher waschen musst oder nicht. Das ist entscheidend. Und dann hast du auf einmal Riesenberge von Kunststoff da. Hättest du gesagt, konntest vielleicht die Verordnung noch nicht machen, denn du wusstest noch nie, was du mit Kunststoff machst. Was meinen Sie, wie schnell wir diese technologischen Entwicklungen in Gang gesetzt haben, indem wir gesagt haben, für eine Tonne Kunststoff kriegst du jetzt mal D-Mark dabei. D-Mark kriegst du dabei. Das heißt, aus dem Problem heraus sind noch Lösungen gekommen. Und dass wir überhaupt mal so was angefangen haben, war zum Engpass heraus, dass niemand in Deutschland mehr irgendwie eine Müllverbrennungsanlage oder eine Deponie in seiner Nachbarschaft wollte. Also wir kriegen schon ein Stück auch diesen Druck. Und das sehe ich eigentlich gegenwärtig langsam am Horizont erscheinen. Power to Gas gehörte dazu. Ohne Energiewende hätten wir nicht angefangen, darüber nachzudenken. Diskussion, was können wir auf die Leitungen noch draufhängen, hätten wir ohne dem auch nicht gehabt. Um es ganz konkret zu sagen. Und so kannst du viele andere Dinge weitermachen. Können wir ökonomische Vorteile daraus haben, dass wir unsere Kühltruhen modellieren, dass wir Geräte machen, die sich selbst abstellen und nicht darauf, dass das jemand macht. Insofern bin ich Marktwirtschaftler durch und durch. Schaffst du diese Engpässe nicht, wirst du diese Technologien nicht bekommen. Sie fallen nicht wie Manna vom Himmel. Und deswegen immer mein heutiger Nachdruck, hängt da was im Institutionellen? Wenn ja, wo? Hängt da was im Mentalen? Wenn ja, wo? Dies waren ganz wichtige Bereiche, die ich habe. Das heißt nicht, dass ich nicht auch langfristige Ziele will. Ich will sie nur strukturieren. Bis wann habe ich was? Und wie komme ich eigentlich in Schritte hinein? Zweitens, was zu kurz gekommen ist heute ganz sicherlich, ist die Frage, wie ist denn das, was Herr Renn als Vertrauen in Verfahren gesagt hat, organisatorisch zu regeln. Das ist für mich noch eine offene Frage. Und da sage ich auch ganz selbstkritisch zu dem, was wir in der Ethikkommission gemacht haben. Wir haben dann gesagt, also es sollte einen Beauftragten geben, denn auch das ist ja Psychologie. Sowas muss ein Gesicht haben. Sowas muss jemand haben, der Ansprechpartner dafür sein kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, wie ist die Struktur der Einbindung von Bevölkerung? Das ist deswegen meine Nachfrage an Herrn Balz auch wieder gewesen, die ich an viele anderen immer wieder stelle. Wie kriegen wir dieses Gemeinschaftswerk auch dadurch hin, dass NGOs auf einmal mit Netzbetreibern darüber reden, wie machen wir das am besten? Das ist ein guter Beitrag zum Gemeinschaftswerk. Also in dem Bereich des Verfahrens bin ich noch unsicher. Haben wir gestern vorher darüber gesprochen und darüber müssen wir noch ein bisschen weiterkommen. Ich bin sehr der Überzeugung, wir müssen das deutlich im Verfahren professionalisieren. Wenn ja, ist das nur eine Personenfrage oder ist das eine Struktur-, Institutionenfrage? Darüber, glaube ich, sollte man noch stärker mit nachdenken. Da sollte man ein Stück vorankommen, denn hätten wir sicherlich vieles gelernt. Einen letzten Punkt.
Ich habe heute gesehen, dass es nicht nur geht, sondern notwendig ist, dass sich herausragende Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, die Dinge reden, die ich nur mit großem Nachdenken, mit im Verstehen verfolgen kann, sich zusammensetzen mit solchen Softwareträgern, wie das wiederum die Sozialwissenschaften an vielen Stellen sind. Das ist extrem wichtig. Wenn wir das nicht vermitteln, dann werden wir uns immer wieder zu spät aufeinander zubewegen und dann werden wir genau das haben, was Herr Renner auch gesagt hat, zwischen Akzeptanz und Partizipation gibt es keine Vermittlungsmöglichkeiten. Deswegen ist es so gut, dass man so etwas weiterführt, dass wir eben bei uns in unserem Institut, in dem Verhältnis von denen, die hier sitzen, ganz kleinem, dass wir eben jemand haben, der das leitet, wie die Frau Goldammer, die auch mal, was haben Sie gemacht, irgendwie Physik, was ich auch nicht verstehe? Elektrotechnik und Physik. Also noch höher, so. Die hat sowas gemacht, was Carlo Rubia macht bei uns auch. Also das ist ganz was Schwieriges. Das ist prima, aber dass wir da eben auch Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler drin haben, die uns dafür ein Stück weiterbringen können, so etwas aufeinander institutioneller vorzubereiten. Also das war auch eine nochmalige Bestätigung dessen, was wir damit angefangen haben. Und allerletztes, ich habe wirklich faszinierend gestaunt, wie sich Vorstandsvorsitzende, Vorstandsmitglieder, große Persönlichkeiten aus dem deutschen Rechtswesen in 5 Minuten aus und weiter ausdrücken können. Toll, haben sie prima gemacht. Und ich freue mich immer wieder, wenn man sowas gelernt hat, was Otto Rehagel zu kleinen und schwierigen Problemen gesagt hat oder was die Wende bedeutet. Was war das andere, Herr Münchmeier? Wende war das eine, das kenne ich ja noch. Der Aufschießer. Der Aufschießer. Ich frage jetzt nicht, wer wusste vorher schon, was der Aufschießer ist. Ich nicht. Ich gebe das frei zu. Also ich werde hoffentlich immer mit vernünftigem Zitat das überall jetzt erzählen. Wir wollen eine Wende haben, ganz kurz nur im Wind stehen. Und dann muss es geklappt haben. Und dass das Einfache immer einfach ist und das Schwierige immer schwierig. Welch eine Wahrheit. Die kommt fast an die Wahrheit daran, der Bundeskanzlerin, die bei dem Rat für nachhaltige Entwicklung in ihrer Tagung gesagt hat, wir haben in Rio wieder mal gemerkt, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Das ist auch eine Grundsatzerkenntnis, von dem man ausgehen kann, sie wird uns weiterführen. Also Sie sehen, alles das hat so einen Tag auch an sich. Und das habe ich deswegen auch gesagt, weil ich auch hoffe, dass wir uns da auch ein bisschen besser mehr kennengelernt haben. Hier waren eben solche, die man schon längere Zeit kennt und es kamen neue Gesichter hinzu. Und ich muss sagen, dies war eine gute Mischung, dass man sich auch dann persönlich ein bisschen besser kennt. Sollten Sie weitere gute Ideen haben im Nachgang zu dem, was Sie uns eigentlich sagen wollten, Adressen, Mailadressen sind überall verfügbar. Sie sind herzlich gern dazu eingeladen, das auch weiter zu machen. Ganz herzlich am Ende darf ich mich bedanken bei Akatec und bei der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn Sie mir mal gesagt hätten, Herr Schlögel, ich würde das noch erleben, dass ich mit der Max-Planck-Gesellschaft zusammen eine Veranstaltung mache, wie gesagt, so hoch kommst du in deiner Karriere leider nie. Siehste? Und nun habe ich es doch geschafft. Also, Sie haben mir den Rest meines Monats gerettet. Ganz herzlichen Dank für die wirklich konstruktive, prima Zusammenarbeit. Wir sollten wirklich das weiterführen, in welcher Form auch immer. Und ganz schlecht wäre es nicht, wenn man sich wieder mal überlegt, so etwas Vergleichbares noch mal zu machen. Kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren.